Niederländer sind oder die Belgier. Und nachdem sich zeigte, dass die westlichen Staaten, die sich zu diesem Beschluss entschieden hatten, an der Haltung festhalten, kam bei unserem Besuch, dem Besuch des Bundeskanzlers und meinem in Moskau, das Signal der Gesprächsbereitschaft der Sowjetunion. Es war kein Zufall, dass das uns gegenüber geschah, weil wir nämlich die entscheidende Rolle im Bündnis als europäischer Partner hatten. Und wir erlebten dann eine Fehleinschätzung, eine doppelte Fehleinschätzung der Opposition. Erstens in ihrer Kritik am Besuch und zweitens in ihrer Kritik am Besuchsergebnis, indem die Opposition sagte, das, was die Sowjets geäußert hätten, sei der Versuch, die Vereinigten Staaten unter Druck zu setzen. Die Vereinigten Staaten haben noch 24 Stunden, nicht einmal 24 Stunden später, als ich in Washington war, mit uns gesagt, dass sie einen konstruktiven Ansatz in dieser Reaktion sehen. Und wir haben jetzt vor einer Woche erlebt, dass der amerikanische und sowjetische Außenminister sich in Washington, in New York verständigt haben, diese Verhandlungen aufzunehmen. Und darin besteht nun allerdings ein Interesse. Bald, am 13. November. Bald, aber ehe diese Verhandlungen kein Ergebnis zeigen, wird der Nachrüstungsbeschluss konsequent durchgeführt. Hier hat sich also im klassischen Fall gezeigt, dass Sicherheitspolitik heute bedeutet, der Wille und die Entschlossenheit, das für die eigene Sicherheit Notwendige zu tun. Aber auch der Wille und die Entschlossenheit, alles zu versuchen, um durch Rüstung, Abrüstung und Rüstungskontrolle das Gleichgewicht auf einem möglichst niedrigen Niveau der Rüstungen zu erreichen. Fehleinschätzung der Opposition, sagte der Außenminister, Herr Ministerpräsident Strauß. Ja, viele schöne Worte gefallen. Ich darf Sie kurz aufgreifen. Ich bin vorher nach KSZE, Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, befragt worden. Hier gibt es zwei mögliche Haltungen. Wenn ich auf das Jahr 75 zu sprechen komme, dann nicht, weil ich in die Vergangenheit blicke, sondern weil ich danach gefragt worden bin. Die eine Haltung ist von vornherein Ja sagen und dann diese Möglichkeiten, die sich mit der KSZE bieten, ausnutzen. Da muss aber mehr geschehen. Vor allen Dingen werden wir mit großer Aufmerksamkeit die Konferenz in Madrid verfolgen. Denn in Madrid muss sowohl Afghanistan wie auch die innerdeutschen Verhältnisse zur Sprache kommen. Und hier geht es nicht mit einem Kaffeekränzchen, das sich in periodischen Abständen wieder trifft. Hier muss dann deutlicher geredet werden als bisher. Ich war allerdings, dass Sie meine Rede von den Vereinten Nationen gelesen haben. Ja, Sie halten viele schöne Reden, Herr Genscher, aber leider steht nicht viel dahinter. Ich war damals nicht gegen die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa schlechthin. Das wäre eine Fälschung des Sachverhalts und meiner Haltung. Sie wissen ganz genau, Herr Genscher, dass ich damals auf den kommenden Krieg in Angola hingewiesen habe. Von der Mehrheit des Bundestages ausgelacht und verspottet. Ich wusste, dass dieser Krieg kommt. Und ich wusste, dass dieser Krieg von der kommunistischen Bewegung gewonnen werden wird, weil die Sowjetunion nicht nur ihre Ideologie, sondern auch Waffen, moderne Waffen, für den Buschkrieg geeignete Waffen, in ungeheuren Mengen bereits dorthin geschafft hatte. Und ich habe dann die Frage gestellt, ist eigentlich Entspannung teilbar? Sie waren ja damals der Meinung, sie sei unteilbar, Herr Genscher. Wie auch heute noch, Herr Strauß. Das bestreite ich Ihnen nicht, aber ich habe mehrmals aus dem Munde Herrn Schmitz gehört, sie sei teilbar. Er hat auch schon den gegenteiligen Standpunkt vertreten. Das ist vielleicht eine Frage von Monat zu Monat. Aber ich bin der Meinung, sie ist unteilbar und muss deshalb auch einmal unterbrechbar sein. Wer sie aber für teilbar hält, der hält sie für nicht unterbrechbar. Und das gibt der Sowjetunion gefährliche strategische Spielräume, wie wir erlebt haben. Hätte der Westen vor der Unterschrift unter diese Akte erklärt, Hand weg von Angola, und die Sowjets haben ja gewartet, dass der Westen reagiert, aber es ist nichts erfolgt. Ich, kleiner Abgeordneter, musste es im Bundestag sagen, was die Herren der Regierung damals gewusst oder nicht gewusst haben, jedenfalls passiv haben über sich ergehen lassen. Man hätte das Schicksal wenden können. Ohne Angola kein Äthiopien und ohne Angola und Äthiopien kein Afghanistan. Sie kennen meine Meinung dazu. Wir sollten einmal endlich begreifen, dass für die Sowjetunion Koexistenz, Entspannung und Abrüstung psychologische Waffen zur Einengung des Handlungsspielraumes des Westens sind. Für uns sind Koexistenz, Entspannung und Abrüstung praktische Notwendigkeiten, aber keine halbtheologischen Dogmen oder politische Psychopharmaka, mit denen man die Öffentlichkeit dann fast in einen Faszinations- und Halluzinationszustand versetzt. Wenn Herr Schmitz sich so sehr darauf beruft, dass wir durch Bundeswehr und Bündnis geschützt seien, ich möchte jetzt wieder dasselbe wiederholen, nur in einem Satz,
Warum haben Sie denn dann damals so leidenschaftlich dagegen gestimmt und so leidenschaftlich dagegen gesprochen, dass wir diese beiden Sicherheitspfeiler bekommen, als wir die Tatsachen gegen Sie und Ihre Freunde in jener Zeit geschafft haben? Nicht verstanden. Welche beiden Pfeiler? Sie haben im Jahr 54 gegen die Wehrverfassung gestimmt, und das heißt gegen den Aufbau der Bundeswehr, und Sie haben im Jahr 55 gegen den Eintritt in die Atlantische Allianz gestimmt. Im Protokoll des Bundestages ist Ihr Name jedes Mal mit Nein enthalten. Nur ich würde mich an Ihrer Stelle nicht so lautstark auf das berufen, was damals gegen Sie und Ihre Freunde von uns in härtesten politischen Auseinandersetzungen im Bundestag durchgesetzt werden musste. Letzte Bemerkung. Es ist eine Verniedlichung des Tatbestandes. Wenn Herr Schmidt sagt, einmal haben die mehr gerüstet, dann haben die anderen mehr gerüstet, man muss auf das Gleichgewicht schauen. Das ist doch eine völlig falsche Darstellung. Und damit wende ich mich auch gegen das Wort des Herrn Wehner, das wirklich sowjetischen Interessen dient, wenn er der Sowjetunion einen rein defensiven Rüstungscharakter zugesprochen hat. Ich habe nie gesagt, dass er aggressiv sei. Die Rüstung der Sowjetunion hat eine Reihe von Hintergründen. Erstens muss man die Intention der Sowjetunion beurteilen. Die ist im Augenblick bestimmt nicht auf Krieg eingestellt in Europa, im Gegensatz zu dem, was wir immer vom Kanzler hören, mit Krieg oder Frieden als mögliche Alternative. Das zweite ist das Potenzial. Das Potenzial ist gerade in den Jahren der Entspannung, Herr Außenminister, so schnell und so stürmisch aufgebaut worden, mit besonderer Betonung und Verstärkung der aggressiven, der offensiven militärischen Komponenten. Und das dritte sind die langfristigen strategischen Ziele der Sowjetunion. Wird doch niemand bestreiten, dass sie in Europa auf politische Unterwerfung, ich sage nicht militärische Eroberung, auf politische Unterwerfung abzielen und im Übrigen in dem Krisengürtel Mittlerer Osten auf Beherrschung der Ölfelder und der Rohstoffquellen. Und deshalb finden nicht in Europa Kriege statt. Hier setzt man die Bevölkerung wirklich unnötig mit dieser schamlosen Wahlpropaganda. Nie wieder Krieg, darum SPD in Aufregung und Unruhe. Aber es gibt Kriege um Europa herum, die unser Schicksal sehr stark betreffen. Aber die Sicherheit hier ist doch das Ergebnis unserer Verteidigungsfähigkeit, sonst gäbe es auch Kriege hier. Sicherlich, es gäbe keine Sicherheit ohne Atlantische Allianz, es gäbe keine Sicherheit ohne unseren Beitrag dazu. Ohne Bundeswehr. Ja, und die Bundeswehr. Ich bin ja heute noch stolz darauf, dass ich damals, genauso wie alle meine Freunde, gemäß den großen Richtlinien Konrad Adenauers, mich für diese Bundeswehr eingesetzt habe, dass ich mich für den Eintritt in die Atlantische Allianz ausgesprochen habe, dass ich einer der Architekten dieser Atlantischen Allianz war, als andere noch alles aufgeboten haben, um die Bundeswehr zu verhindern, ihre moderne Ausrüstung unmöglich zu machen. Die Frage so formuliert, wie ich sie für Sie ausgedacht hatte. Die letzte Bemerkung, die machen darf, Herr Genscher, Sie stellen das Thema nicht korrekt dar. Sie werden doch nicht glauben, dass Moskau und Washington, das Weiße Haus und der Kreml, Bonn brauchen, um wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich mag diesen Krampf nicht, diese Selbstüberschätzung, diese Überheblichkeit, als ob es der von Carter ja gar nicht sehr angenehmen Moskau-Reise Schmidts bedurft hätte, damit die zwei wieder das Reden lernen miteinander. Wissen Sie, es ist schon sehr schwer hier, Ernst zu bewahren. Wenn ich hier einen Moment antworte, Herr Strauß, das habe ich nicht gesagt. Unser Land hat eine entscheidende Bedeutung. Ich habe Sie nicht unterbrochen, aber bitte schön, unterbrechen Sie auf mich. Wenn ich hinterher darf. Dass der Inhalt des Briefes, den Sie dann überbracht haben in Washington, als konstruktiver Ansatz bezeichnet worden ist, das gehört doch zu der internationalen Höflichkeitsphrasiologie. Herr Maske hat doch auch erklärt, Moskau hätte das Treffen Schmidts-Brezhnev mit derselben Freude wahrgenommen wie die Amerika hätte das Treffen Schmidt-Brezhnev mit derselben Freude registriert wie die Russen das Treffen des chinesischen Ministerpräsidenten Hua mit dem amerikanischen Präsidenten Carter. Das sagt viel mehr als diese Höflichkeitsphrasiologie. Sie haben aber einen Sachverhalt einfach falsch dargestellt, Herr Genscher. Moskau ist nicht bereit, auf den zweiten Teil des Dezemberbeschlusses in Brüssel einzugehen, spezifisch über die Mittelstreckenraketen zu verhandeln. Das war das Thema. Moskau war immer bereit, dazu hätte es keine Reise bedurft, hätte es keine großen Erklärungen bedurft, über das Gesamtproblem der nuklearen Waffen, auch der Gefechtsfeldwaffen, zu verhandeln. Nur haben die Amerikaner dieses Angebot nie angenommen. Und die Tatsache, dass Herr Brezhnev bereits Herrn Carter unter Druck setzt, ebenso die Pravda, endlich auf die russische Offerte zu reagieren, zeigt doch, was hier gespielt worden ist. Nicht, dass Sie es so gewollt haben,
aber sie sind im Dienste dieser Moskauer Strategie gewesen, ohne sich damit den Sowjets etwa verschreiben zu wollen. Das behaupte ich ja auch nicht. Und dann geht es gleich an mit Dänemark, Holland, Belgien, weg von diesem Nachrüstungsbeschluss. Die Debatte über den Nachrüstungsbeschluss werden Sie in Ihren eigenen Parteien haben, besonders in der SPD. Also und hier, Reinhard Appel, ja. Dialog über den Tisch soll uns recht sein. Ja. Aber ich glaube, der Bundeskanzler hat jetzt so viel aufgeladen gekriegt, bitte. Zunächst zu Angola und Äthiopien und Afghanistan. Sie sagen, Herr Strauß, der Westen hätte eingreifen müssen. Es hat ja auch Leute im Westen gegeben, die das erwogen haben. Das ist den Vereinigten Staaten von Amerika abgelehnt worden. Müssen wir eingreifen mit militärischen Mitteln? Ja, das habe ich nie gesagt. Das ist in Amerika erwogen und dort abgelehnt worden. Vom Senat, da war ich dabei. Und es ist, weiß Gott, keine Aufgabe der Bundesrepublik Deutschland, die Amerikaner zum militärischen Eingreifen in anderen Erteilen zu drängen. Es gibt ja in dem Zusammenhang für Afghanistan ein interessantes Zitat, was Sie in diesem Sommer zwei, dreimal gebraucht haben. Sie haben gesagt, wenn die CDU-CSU an der Macht gewesen wäre, dann wären die Russen in Afghanistan nicht einmarschiert. Dann haben Sie einmal eingefügt, wenn sie an der Macht gewesen wären, mit einem intakten Bündnis im Westen, dann wären die Russen in Afghanistan nicht einmarschiert. Das heißt, Sie geben zu verstehen, erstens, das Bündnis im Westen ist nicht intakt, wahrscheinlich sind die Amerikaner gemeint, und zweitens, eine andere Regierung in Bonn hätte mehr Murr gehabt und hätte sich dagegen gewendet. Ich halte das für sehr gefährliche Einstellungen. Hier wird Deutschland größer gemacht, als es ist. Es wird ihm ein Anzug angezogen, der uns zu groß ist. Wir sind keine Weltmacht und sollen es auch nicht werden wollen. Es gibt ein anderes Zitat aus den allerletzten Tagen, das haben Sie mehrfach gebracht. In Ihren Reden, da haben Sie gesagt, wenn die Polen oder die Russen sich frei entscheiden könnten für eine Regierung unter Gierek oder unter Brezhnev oder unter mir, also Strauß, dann würden Sie sich für mich, System, also Strauß, entscheiden. Ich habe es hier vor mir liegen, wie es in vielen Zeitungen gedruckt worden ist. Dies zeigt ebenfalls, dass Sie das Maß nicht haben, das Gefühl für die Bedeutung Deutschlands, wenn sich ein deutscher Politiker den wirklich stolzen Polen anpreist als besserer Führer oder ein deutscher Politiker sich dem 250 Millionen Volk der Russen anpreist als besserer Führer. Das sind ja Punkte, von denen ich insgesamt mal sagen muss, sie zeigen, dass die Fähigkeit zur guten Nachbarschaft nicht ausreichend ausgebildet ist bei Ihnen. Sie reden von sowjetischer Übermacht, die hat sich doch entwickelt, Herr Ministerpräsident, schon zu der Zeit, in der Sie Verteidigungsminister in Bonn waren. Natürlich die atomare Aufrüstung. Nicht die ganze atomare Aufrüstung der Sowjetunion ist in den 50er Jahren begonnen worden. Vorher war schon eine konventionelle Überlegenheit da. Und ich muss mir den Schuh nicht anziehen mit den Mittelstreckenraketen. Ich war derjenige im Westen und zunächst der Einzige, der den eigenen Verbündeten gesagt hat 1977, das darf so nicht weitergehen, dass die Sowjetunion hier eine riesen Vorrüstung errichtet. Dagegen muss ein Gegengewicht gesetzt werden. Und wenn man den Willen hat, ein Gegengewicht zu setzen, dann kann man auch zu Verhandlungen mit der Sowjetunion führen, damit das nicht zu einem Wettlauf wird, zu einer Spirale, sondern dass eine gemeinsame Oberdecke, eine gemeinsame Obergrenze möglichst an der Nulllinie sogar eingezogen wird. Darauf ist nun zunächst der Westen eingegangen und seit 3 Monaten auch die Sowjetunion. Und ich bin absolut der Meinung, dass Herr Genscher diesen Vorgang minutiös richtig geschildert hat, beigetragen hat dazu sicher auch das Treffen zwischen Präsident Giscard d'Estaing und Brezhnev ein paar Wochen vorher in Warschau. Dann sind sie tief in die Geschichtskiste gestiegen, 1955. Das Grundgesetz ist wegen der Bundeswehr zweimal ergänzt worden. Einmal in schludriger Weise, da habe ich dagegen gestimmt. Und zwar das zweite Mal in einer sauberen, umfänglichen Weise, das habe ich mir erarbeitet und habe dafür gestimmt, dass wir zu dem Zeitpunkt andere ihrer Wehrgesetze ablehnten, weil uns der Zeitpunkt nicht richtig gewählt schien. Das will ich noch einmal in Ihrer Erinnerung zurückrufen. Aber dass ich der Bundeswehr nicht hätte geben wollen, was ihr Zustand. Lieber Herr Kohl, Sie waren in einem Alter, Sie sind weißer Jahrgang, Sie hätten sich freiwillig melden können, wenigstens mal für ein paar Wochen bei der Bundeswehr. Ich habe das gemacht, obwohl ich 8 Jahre als Soldat auf dem Puckel hatte in Frieden, Krieg und Kriegsgefangenschaft. Doch nicht, weil mir das Spaß macht, sondern weil ich es für notwendig hielt, dass die führenden Politiker des Landes sich zur Bundeswehr stellten. Also Sie können das heute noch nachholen, scheint mir.
Und dann nehmen Sie bitte keinen Anstoß daran, wenn Frauen, noch dazu Kriegerwitwen, öffentlich sagen, sie wollten nie wieder Krieg. Das ist ja wohl noch nicht verboten in Deutschland. Im Gegenteil, das ist ein Diktum, ein Satz, ein Wunsch, der tief aus dem Herzen der Menschen kommt. Das gilt übrigens nicht nur für Deutsche, das gilt auch für Polen, das gilt auch für Franzosen und für viele andere. Und wir vermeiden den Krieg dann, wenn wir Gleichgewicht schaffen und immer wieder erhalten und möglichst stabilisieren durch Rüstungskontrollverabredungen. Letzter Satz. Es war in der Tat, Herr Strauß, sehr gefährlich zu Beginn dieses Jahres, dass er gekennzeichnet ist durch weltpolitische Krisen, wie sie in diesem Maße 79 und 78 nicht stattgefunden haben. Einmarsch in Afghanistan, Geiselnahme gegen alles Völkerrecht von 52 amerikanischen Diplomaten im Iran, Krieg zwischen Iran und Irak, Gefahr eines Rüstungswettlaufs zwischen Ost und West, Vertiefung der Spannungen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarstaaten. Es war in der Tat gefährlich, dass in dieser gefährlichen Phase die beiden Weltmächte nicht mehr richtig miteinander redeten. Und muss ich das hier noch einmal in großer Deutlichkeit sagen gegenüber den etwas wegwerfenden Bemerkungen, die Sie gemacht haben. Wir haben unsere Reise nach Moskau abgestimmt und vorbereitet mit all unseren westlichen Freunden und Verbündeten, minutiös und sorgfältig und in vielen Sitzungen auf vielen Etagen. Insbesondere auch mit unseren Freunden in Frankreich im Élysée-Palast und im Matignon. Und dann haben wir diesen Besuch gemacht und haben in der Tat den Sowjets klar machen können, dass sie reden müssen. Und das ist ein Beitrag zu einer leichten Verringerung der internationalen Gefahr in diesem Jahr. Und es hat noch nie einer mitten im Kreml vor versammelten Politbüro in einer angemessenen Sprache, anständigen Ton, aber sehr hart in der Sache den Sowjets auseinandergesetzt, warum ihr militärischer Einmarsch in die Sowjetunion unerträglich ist und, hab mich versprochen, warum ihr Einmarsch in Afghanistan unerträglich ist und warum sie eingehen müssen auf beiderseitige Begrenzungsverhandlungen für Mittelstreckenraketen oder eurostrategische Raketen, wie ich sie auch gerne nenne. Sie finden für das, was Sie sagen, weder in Paris noch in Washington noch in London, Sie finden bei keiner uns verbündeten Regierung irgendeine Zustimmung zu dem, was Sie vortragen. Ja, meine Herren, darf ich nur im Interesse der Zuschauer zwei Bemerkungen machen, nämlich einmal, wenn man viele Zitate aus der Vergangenheit verwendet, sind die Zuschauer sicher oft überfordert, weil sie das nicht sofort nachprüfen können. Und zweitens, denken Sie bitte daran, dass auch die Informationsvoraussetzungen, wenn Sie über eurostrategische Waffen oder wenn hier so leicht über KSZE geredet haben, Herr Ministerpräsident, Sie haben den Begriff aufgelöst, dankenswerterweise, dass wir dann unsere Zuschauer sicher überfordern. Ich wäre dankbar, wenn man also auch in der Wahl der Sprache daran denkt, dass wir möglichst allgemein Verständnis bleiben wollen. Herr Dr. Kohl, Sie haben das Wort. Darf ich das mit einer Frage verbinden zur Westpolitik, die hier auch behandelt wird? Ich würde eigentlich jetzt mal vorschlagen, Herr Abel, dass wir im Moment mal das aufarbeiten. Hier sind ja doch gewaltige Behauptungen aufgestellt worden. Ich bin sehr dafür, über die Westpolitik zu reden. Ich hätte gerne zu Beginn darüber gleich. Gut, können Sie in zwei Minuten und Herr Minister ich Genscher... Wir werden länger, aber wir sollten doch hier nichts abwürgen. Ja. Ich finde, das muss auf dem Tisch bleiben. Ja, das kann so nicht laufen. Hier kann doch nicht behaupten, einfach stehen bleiben. Ich stelle fest, Herr Kollege Schmidt, Sie haben zwar allgemeine Bemerkungen gemacht zu dem Thema Moskauer Fraktion, das ist im Übrigen keine Erfindung von mir, sondern der Begriff stand aus amerikanischen Zeitungen, aber Sie haben kein Wort gefunden, weder heute Abend noch in all den Jahren, zu den unglaublichen Äußerungen von Herrn Bahr und Herrn Wehner im Blick auf sowjetische Rüstung und im Blick auf Perversion des Denkens beim amerikanischen Präsidenten. Darauf will ich doch noch einmal hinweisen, Sie reden immer um das Thema herum. Sie waren bisher nicht bereit, hier klare Position zu beziehen. Herr Kohl, ich habe es als eine beleidigende Äußerung erklärt. Ja, nun Gott, das ist ja aber keine Sacherklärung dazu. Die Erklärung steht im Raum. Ist Gott keine Sacherklärung. Es ist auch gemeint als Beleidigung. Ist denn die Wahrheit für Sie beleidigend? Nein, Sie wollen doch beleidigen, Herr Dr. Kohl. Die Quelle der amerikanischen Zeitungen war aus Bonn. Das darf ich als Journalist dazu sagen. Sie wollen doch beleidigen. Sie haben in Bonn das in die Welt gesetzt, haben es nach Amerika transportiert. Sie genauso wie ich in amerikanischen... Dann zitieren Sie es, als aus einer amerikanischen Quelle kommt. Das ist ja auch, lässt sich doch gar nicht leugnen.
begegnen. Sie haben es doch da drüben erst gepflanzt. Ich habe gedacht, wir seien völlig in Illusion. Wir könnten gar nichts pflanzen. Herr Kollege Schmidt, wir wollen jetzt nah aneinander reden. Sie hätten ja Gelegenheit gehabt, zu der unglaublichen Äußerung Barwener etwas zu sagen. Sie waren dazu nicht in der Lage. Welche Äußerung? Ich habe sie Ihnen ja eben vorgehalten. Punkt Welche zwei. Meinen Sie jetzt? Wenn Sie bestreiten, dass es diese Tendenz, in der SPD nicht gibt, dann erklären Sie mir doch einmal bitte, wieso Sie in zwei wichtigen Abstimmungen im Deutschen Bundestag durch die Tätigkeit dieser Moskauer Fraktion in der SPD in zentralen Fragen in diesem Jahr in die Minderheit geraten wären, wenn wir Sie nicht unterstützt hätten. Als es darum ging, endlich in der Frage der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Moskau die richtige Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung aus der moralischen Kraft unseres Landes und die Entscheidung zugunsten der Solidarität mit den Vereinigten Staaten. Hatten Sie keine Mehrheit im Bundestag? Es waren doch Ihre eigenen Leute, die gegen Sie gestimmt haben. Wenige Wochen später, in der wichtigen Abstimmung über die Hilfe für die Türkei, haben über 40 Sozialdemokraten nicht zugestimmt. Das ist die Folge dieses Erosionsprozesses im Denken wichtiger deutscher Sozialdemokraten. Und dabei bleibt das bei der Wehrdienstwelle. Man kann die Dinge beliebig weiter verfolgen. Und was Franz Josef Strauß hier gesagt hat über Ihre Abstimmung in der Vergangenheit, das müssen wir doch nur erwähnen, weil Sie doch so tun, als würde die Weltgeschichte seit 1969 beginnen. Dass Sie überhaupt in Verhandlungen über die Bundeswehr mitreden können, verdanken Sie doch nicht Ihrer Abstimmung und der Tätigkeit der SPD. Sie waren doch gegen alles. Sie waren gegen die Grundgesetzänderung. Sie waren gegen den NATO-Beschluss. Ich habe eben schon Sie einmal waren, vorgetragen, dass die Sie Grundgesetzänderung waren gegen das mit meiner Stimme beschlossen ist, Herr Kohl. Sie waren gegen Sie müssen das doch nicht Zettel vorlesen, Sie Nein, müssen ich, das antworten, Herr Kollege, was man Herr Kollege sagt. Schmidt, es hat doch gar keinen Sie Sinn, dass Sie dauernd so tun, als hätten Sie allein den Besitz der Wahrheit. Das Sie haben gegen bestimmt. Alle diese das Entscheidungen gestimmt. Das ist die Wahrheit. Und jetzt zum letzten Punkt. Ich finde, da muss man schon drüber reden, dass Sie so beiläufig da über diese Inserate reden, über Krieg und Frieden. Wir wollen nie wieder Krieg. Wo ist überhaupt bei dieser Wahl eine Abstimmung zu dem Thema Krieg oder Frieden? Das ist doch eine reine Wahlpropaganda-Entfindung, die die sozialdemokratischen Wahlpropagandisten unter die Leute bringen. Eben hat es ja zu Beginn dieser Sendung im Wahlspot Herr Brandt deutlich gezeigt. Wissen Sie, was hier vonstatten geht mit Anzeigen wie Kanzler des Friedens, Kandidat des Unfriedens? Wir wollen keine militärischen Abenteuer, Herr Strauß. Ich will nie wieder Krieg. Das ist doch der Versuch, und zwar der wohl bösartigste Versuch, der in 30 Jahren Bundesrepublik Deutschland je gestartet wurde, den inneren Frieden unseres Landes zu zerstören und ein Stück gemeinsam gewonnener politischer Kultur zu zerstören. Wer will denn eigentlich Krieg? Das ist doch gar nicht die Frage. Wir alle, Herr Kollege Schmidt, wollen den Frieden. Sie so gut wie ich. Ich denke nicht daran, Ihnen die Friedensfähigkeit abzusprechen. Aber Sie tun das doch. Und wenn Sie Inserate aufgeben, ich will nie wieder Krieg, und den Hinweis auf Franz Josef Strauß oder auf Kohl oder auf Stoltenberg oder auf wen auch immer bringen, dann ist doch das ein Beweis dafür, Sie wollen den Wähler einreden, dass mit Ihrer Politik der Friede gesichert wird und dass die Gegenseite sozusagen Kriegspolitik betreibt. Das ist die sicherlich infernalischste Propagandamasche, die nach Kriegsdeutschland betrieben wurde. Sie zerstören damit jede Gemeinsamkeit. Und sie machen ein billiges, böses Geschäft mit den Kriegstoten des Zweiten Weltkriegs. Und ich muss Ihnen sagen, dafür schäme ich mich, Herr Bundeskanzler Helmut Schmidt, dafür schäme ich mich. Dass Sie sich schämen, Sie, meinetwegen, wäre das erste Mal, Herr Kohl. Sie sollten sich Ihrer selbst wegen dass schämen. Dass Sie die Kriegstoten des Zweiten Weltkriegs in die Debatte der Bundestagswahl 1980 hineinreißen. Das sind unsere gemeinsamen Toten. Und der Respekt vor dem Leid und dem Elend all der betroffenen Menschen sollte uns alle eigentlich eingeben, dass wir nicht 35 Jahre danach mit solchen Anzeigen werben, die doch den Eindruck erwecken müssen beim Wähler, es ging wirklich um diese Fragen. Und Sie wissen doch, dass es um diese Fragen überhaupt nicht geht. Und ich sage Ihnen das, Herr Bundeskanzler, Sie sehen Hass und Sie sehen eine böse Saat. Und Sie zerstören jene notwendige Gemeinsamkeit, die um des inneren Friedens unseres Landes notwendig ist. In Ihrem Amtszeit heißt es, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben. Es ist keine Gerechtigkeit. Gegenüber 48,6% der Wähler der Bundesrepublik Deutschland, die vor jetzt genau 4 Jahren CDU-CSU gewählt haben, und von dieser Zahl muss ich bis zur Stunde ausgehen, dass sie diesen Mitbürgern unterstellen, dass sie eine Politik tragen, die von Männern wie Franz Josef Strauß,
Helmut Kohl, Gerhard Stoltenberg, wie sie heißen, getragen und personalisiert werden, die womöglich die Entscheidung treibt, Krieg oder Frieden. Jetzt ist die Stunde, wo sie ein ehrliches Manneswort sagen sollten, dass diese Ungeheuerlichkeit aufhört, dass es bei dieser Wahl nicht um Krieg oder Frieden geht, sondern um den besten Weg für die Zukunft unseres Vaterlandes. Also wir sind beim Wahlkampf-Thema früher, als wir gehofft oder gedacht hatten. Reinhard Appel, ich habe nichts dagegen, wenn wir dabei bleiben. Es geht eine Menge Sachthemen dabei den Bach hinunter, was mir leid täte. Aber solche Worte erwidert werden. Unmöglich. Aber das muss erwidert werden. Herr Bundeskanzler hat das Wort. Ich bin in der Tat der Meinung, Herr Kohl, dass die Außenpolitik und die Deutschlandpolitik und die Sicherheitspolitik der sozialliberalen Koalition den Frieden sicherer gemacht hat in Europa, als er vorher war. Wenn Sie das mit Hass quittieren, ist das Ihre Sache. Sie haben Schlagworte benutzt, die Wahl der SPD sei der Untergang Deutschlands. Das hat schon in den 50er Jahren begonnen. Sie haben das fortgesetzt in den 60er Jahren. Heute reden Sie davon, man müsse um Freiheit kämpfen statt Sozialismus. Das sind alles böse Worte. Ich muss zurückkommen auf etwas, was Sie vorher gesagt haben. Sie haben kritisiert, dass bei der Abstimmung im Bundestag über die Teilnahme an den Olympischen Spielen nicht alle Abgeordneten der Koalition mitgestimmt haben. Das stimmt immerhin. Unter der Führung von Herrn Genscher und mir ist dies neben Norwegen der einzige europäische Staat, der den Wunsch seines amerikanischen Verbündeten verwirklicht hat. Nicht die Engländer, nicht die Franzosen, nicht die Holländer, nicht die Belgier. Wir waren ja nicht ihre christdemokratischen Freunde in Italien, nicht ihre christdemokratischen Freunde in Brüssel. Wir waren die einzigen und wir haben das uns lange richtig überlegt und es war auch gut, dass wir diese Solidarität mit dem wichtigsten Bündnispartner gezeigt haben. Wir haben die Hilfe für die Türkei organisiert, in höherem Maße als irgendein anderer Staat der Welt. Da reden Sie nachträglich Girlanden darüber, dass nicht alle einverstanden waren. Natürlich waren nicht alle einverstanden. Einige wollten das Geld für innenpolitische Zwecke ausgeben. Einige wollten auch ihre Antipathie gegenüber bestimmten Strömungen in der Innenpolitik der Türkei zum Ausdruck bringen. Nicht ganz unverständlich. Was die Neutronenwaffe angeht, die Sie nochmal angezogen haben, da muss ich einmal dann Ihren Nachbarn, Herrn Strauß, zitieren, nicht? Der hat heute vor 2,5 Jahren gesagt, nach seiner Kenntnis der amerikanischen Geschichte war dies, nämlich der Aufschub des Baus der Neutronenwaffen durch Präsident Carter, der erste Fall, wo ein amerikanischer Präsident offen und erkennbar vor einem russischen Zaren gekuscht hat. Nur weil sie so herumreiten auf einzelnen Äußerungen einzelner Politiker, müssen sie nicht glauben, dass mein Gedächtnis nicht genauso gut ist, um sowas wieder zutage zu fördern. Was Krieg und Frieden angeht, da kann ich nur sagen, was der Willy Brandt vorhin in dem Werbespot gesagt hat, das ist meine volle Überzeugung. Frieden wird gefährdet, wenn führende deutsche Politiker sich in solche Abenteuer einlassen, wie etwa in dem sicherheits- und verteidigungspolitischen Programm der CSU von diesem Sommer, in dem Schutzgarantien angeboten werden für Israel und andere mit uns befreundete Staaten im Nahen Osten. Das stimmt, wir sind mit Israel befreundet, aber wir sind auch mit Saudi-Arabien befreundet und auch mit Ägypten und auch mit Jordanien und mit anderen. Und wenn das zwischen denen zum Konflikt oder Krieg kommt, was machen wir denn mit den von Ihnen vorgeschlagenen Garantien? Helfen wir dann beiden gegeneinander? Wir sollen uns raushalten aus fremden Kriegen, wenn es irgend geht. Wir haben uns nicht anzubieten. Wir sollen auch nicht solche Äußerungen machen über Polen oder über die Sowjetunion, wie es hier geschehen ist. Es ist schwer, mit den vielen Nachbarn der Deutschen in guten Frieden zu leben. Es hat keine Nation in ganz Europa mehr Nachbarn als die Deutsche. Und gute Nachbarschaft setzt Einfühlungsvermögen voraus, Kompromisswillen auf beiden Seiten voraus. Und ich bleibe dabei, dass Sie den Frieden wollen. Ich sage nur, angesichts all dieser Äußerungen zeigt sich, Sie können mit Nachbarn nicht so umgehen, dass der Frieden gefestigt wird. Sie haben die Fähigkeiten nicht, den Frieden zu festigen. Damit ist Ministerpräsident Strauß gemeint. Sie haben das Wort. Es ist der Information der Bürger wenig gedient, wenn Sie hier Ihre eigenen Plakate verlesen, Herr Schmidt. Und wenn Sie hier mit dieser hasserfüllten Polemik auch bei dieser Fernsehsendung operieren. Bei Ihnen ist ja längst das Wort zum Ausdruck des Gegenteils der Wahrheit geworden.
Wenn ich hier sehe, Schmidt hat seiner Partei von Polemik gegen den Kanzlerkandidaten abgeraten. Was ich in den letzten Monaten und Wochen erlebt habe, glauben Sie ja nicht, dass mich das beeindruckt. Ich sehe es mit einer Mischung von Gelassenheit und Verachtung für diesen politischen Stil. Wenn Sie Herrn Kohl Hass vorwerfen, ist das doch nur das Bemühen in der Öffentlichkeit, Stimmung gegen Herrn Kohl zu machen. Wenn ein Politiker zum Hass unfähig ist, dann ist es Helmut Kohl. Bei Ihnen ist leider eine Überzeugung, die sich bei mir im Laufe der letzten Jahre und Monate immer stärker gebildet hat, das Gegenteil der Fall. Die Alternative heißt doch nicht Krieg oder Frieden in Europa. Das ist doch nur Ihre Propagandawaffe, mit der Sie das Leid und das Elend und die Not der Kriegsgeneration in Ihren Wahlkampf hineinziehen. Wer ist denn unfähig zum Frieden? Fähig zum Frieden sind vor allen Dingen die, die die Voraussetzungen geschaffen haben, das militärische Gleichgewicht in Europa herzustellen. Und da waren Sie, wie immer, auf der falschen Seite. Und wir haben damals die Voraussetzungen geschaffen, dass Sie heute mit der Bundeswehr angeben können und mit dem Bündnis, als ob das Ihre beiden Erfindungen wären. Wissen Sie, so etwas an politischer Falschmünzerei geht allmählich schon über das auch im Wahlkampf zulässige. Das war das Wort, das ihm leid getan hat, Falschmünzer. Zulässige Maß hinaus. Ich muss auch leider sagen, dass meine amerikanischen Gesprächspartner, und ich kann hier aus verständlichen Gründen nicht den Namen nennen, hinsichtlich der Haltung der Bundesregierung und ihres Beitrags zum Scheitern dieses Projektes Neutronenwaffe mir genau das Gegenteil von dem gesagt haben, was Sie hier sagen. Ich behaupte hier nicht, wer Recht oder Unrecht hat, aber ich behaupte nur, und das weiß ich sehr genau, dass ich genau die gegenteilige Darstellung gehört habe. Und wenn ich sagte, die Polen und die Russen in freier Entscheidung, dann meine ich doch nicht, Herr Schmidt, und das ist doch wieder nur eine ganz üble, unterschwellige Hetze, dass ich mich Ihnen als Führer empfohlen hätte. Ich weiß doch genau, welche Reaktionen Sie mit dem Begriff Führer verbinden wollen. Ich bin viel weniger ein Führertyp als Sie. Sie sind der mit der forschenden Politkommandeurstimmung im Lande auf- und abreißt und markige Worte spricht. Ich habe nur zum Ausdruck gebracht, und das kann ich hier ruhig wiederholen, wenn die Polen und die Russen sich frei entscheiden könnten, für welches gesellschaftliche System sie sich entscheiden können. Für ein System der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie ich nach dem Kriege, ich streite auch Ihnen das selbstverständlich nicht ab, 30, 35 Jahre meines Lebens mit aufgebaut habe, oder Ihr System des sogenannten realen Sozialismus, dann habe ich den geringsten Zweifel, dass eine überwältigende Mehrheit der Menschen im anderen Teil Deutschlands, in Polen und auch in Russland sich für ein freiheitlich-demokratisches System entscheiden würden. Das wollen wir doch nicht verschütten. Wir wollen ja nicht unsere Wertordnung, der kommunistischen Wertordnung etwa, in einem schrecklichen Anfall von moralischer Wertneutralität einfach gleichstellen. Sie sagen Krieg oder Frieden und versetzen damit die Leute in Furcht und Unruhe. Ich sage Ihnen, in Europa ist ein Krieg ebenso unmöglich wie undenkbar. Was Sie vom militärischen Gleichgewicht sagen, ist eine Darstellung, die nicht der Wahrheit voll entspricht. Vielleicht haben Sie die hochinteressante Darstellung eines Mannes gelesen, der viele Jahre, Jahrzehnte Mitglied der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften war, Professor Woslenski, jetzt Österreicher, arbeitet am Max-Planck-Institut in der Nähe von München. Und auf die Frage, werden die Sowjets militärische Aktionen gegen den Westen unternehmen, kam die Antwort, nein, weil sie risikobewusst und risikoscheu sind. Im Gegensatz zur Naziführung, die risikoblind und risikobesessen war. Und darum geht es nicht um das militärische Gleichgewicht, das klingt so schön. Natürlich bin ich der Meinung, militärisches Gleichgewicht ist notwendig. Es geht darum, das Risiko aufrechtzuerhalten. Und es gibt in Ihrer Partei eine ganze Reihe von Politikern, die zusammengefasst Moskau-Fraktion bezeichnet werden, die emsig daran arbeiten, die Wirkungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit des Bündnisses systematisch zu demontieren. Die Alternative heißt nicht Krieg oder Frieden. Die heißt Frieden in Freiheit oder Frieden mit schrittweisem Einbau in das sowjetische Machtsystem. Das ist die eigentliche Alternative. Herr Minister Genscher, ich weiß nicht, ob mein Versuch zur Sachdarstellung in der Außenpolitik zumindest jetzt richtig ist. Ich finde, fairerweise sollten Sie jetzt einfach mal das Wort haben, denn dieses ist von Sachdarstellungen zu Einzelthemen abgeglitten. Das sollte man ohne Wehleidigkeit feststellen. Warum auch nicht? Wahlkampf ist der Austausch kräftiger Argumente.
Bitte, Herr Genscher. Herr Weiß, ich habe mich über eine lange Zeit in dieser Diskussion zurückgehalten, weil ich erwartet hatte, dass die beiden Vertreter der Opposition, die ja die Bundesregierung ablösen wollen, hier uns und dem Publikum, das uns zuhört, sagen würden, was eigentlich die Ziele ihrer Außen- und Sicherheits- und Deutschlandpolitik sind. Die Opposition verfällt heute in ihrem Fehler, den wir seit vielen, vielen Jahren kennen. Sie redet so, als müsse sie irgendjemanden in diesem Lande aufklären über die Probleme der deutschen Teilung und die Gefährlichkeit des Kommunismus. Das brauchen Sie mir nicht zu sagen, das brauchen Sie uns nicht zu sagen. Sie reden so, als hätten Sie ein Patentrezept in der Tasche für die Überwindung der Probleme aus der deutschen Teilung. Und Sie müssen sich deshalb die Frage gefallen lassen, warum Sie nicht in den 20 Jahren, in denen Sie in Bonn die Bundesregierung gestellt haben, alle die Fortschritte in der deutschen Frage, die Sie von der Bundesregierung jetzt erwarten und als erreichbar darstellen, verwirklicht haben. Ich werfe Ihnen den Bau der Mauer nicht vor, aber er ist in Ihrer Regierungszeit geschehen und dann ist auch geschossen worden an der Mauer und an der Grenze, dieser bitteren und blutigen Grenze durch Deutschland. Sie haben das Schießen nicht beenden können. Aber eins steht fest. Wir sind seit 1949, seit Beginn der Vertragspolitik, weitergekommen im Zusammenrücken der Deutschen. Das kommt in einem millionenfachen Besuchsverkehr zum Ausdruck. Da hat sich jemand von Ihnen mal belustigt darüber, dass der Telefonverkehr verbessert worden ist. 34 Mal so viel wird heute telefoniert wie zur Zeit, als Sie regiert haben. Das ist ein Stück auch menschlicher Bindung. Wahrlich nicht das, was wir uns alle wünschen. Aber ein Schritt dorthin. Bitte sagen Sie, wenn Sie von Wende um Umkehr in der deutschen Außenpolitik sprechen und in der Deutschlandpolitik, wohin die Wende, wohin die Umkehr, was wollen Sie anders machen? Und warum haben Sie das, was Sie anders machen wollen, nicht durchgesetzt, als Sie als Regierungspartei die Möglichkeit hatten? Ich frage Sie mit dem Blick nach vorn. Sie wollen die Regierung ablösen. Was wollen Sie in der Außenpolitik anders machen oder sagen Sie, Sie wollen die Bündnispolitik und die gemeinsame westliche Politik fortsetzen, wie wir? Das wäre gut, wenn Sie sagen würden. Das würde ein Stück. Herr Kollege Kohl, verzeihen Sie bitte, Herr Kollege Kohl, auch die Entspannungspolitik der Bundesregierung ist Teil der westlichen Politik. Und Sie müssen hier sagen, ob Sie diese gemeinsame westliche Politik fortsetzen wollen, denn Sie polemisieren ja. Hier. Und im Wahlkampf gegen diese Politik. Ich frage Sie, ist es nicht unterstützungswürdig, und das tun Sie ja im Deutschen Bundestag, was wir beschlossen haben über die Verteidigungspolitik, ist es nicht unterstützungswürdig, was wir tun wollen in Madrid, dass wir alle Bestandteile der Schlussakte von Helsinki mit Klarheit und Offenheit und ohne Beschönigung, Herr Strauß, besprechen, das mögen Sie dann schöne Reden nennen. Ich weiß nicht, was Sie außer Reden dort noch machen wollen. Und ich frage Sie, sind Sie für die Einsetzung einer europäischen Abrüstungskonferenz, wie wir es wollen, für ganz Europa, mit vertrauensbildenden Maßnahmen für ganz Europa, das heißt einschließlich des europäischen Teils der Sowjetunion, denn bekanntlich ist Vertrauensbildung nicht teilbar, auch nicht geografisch teilbar. Sind Sie für die Fortführung der MBFR-Verhandlungen? Sind Sie für die Fortführung der Mittelstreckenverhandlungen, die jetzt aufgenommen werden? Oder sind Sie der Meinung, dass die sowjetische Forderung, auch über FBS zu sprechen, über die vorgeschobenen Systeme der Amerikaner, den Westen hätte dazu bringen sollen, a priori diese Verhandlungen abzulehnen? Der Westen ist der Meinung, man soll daran jedenfalls die Verhandlungen nicht scheitern lassen. Ob es einbezogen wird, ist nicht entschieden. Ich frage also, was will die Opposition und in welchen Teilen der Außen- und Sicherheitspolitik ändern? Und dann möchte ich zu sprechen kommen auf eine, wie ich finde, bedeutsame Feststellung, die Herr Kollege Strauß in seinem Beitrag, in seinem vorletzten Beitrag hier geliefert hat. Er hat gesagt,
Man muss auch bereit sein zur Unterbrechung der Entspannung. Herr Strauß, das ist ein Wort von außerordentlicher Tragweite. Was heißt Unterbrechung der Entspannung? Unterbrechung der Entspannung heißt das nicht Zurückkehr zu der Zeit, als die Ampeln auf Rot standen, auf den Autobahnen von und nach West-Berlin, zur Unterbrechung des Reiseverkehrs, all der schlimmen Dinge, die wir glauben, überwunden zu haben. Sind Sie der Meinung, Herr Strauß, dass angesichts der jetzt vorhandenen, unbestritten vorhandenen Spannung zwischen Ost und West, unter anderem als Konsequenz der sowjetischen Invasion in Afghanistan, dass jetzt ein Zeitpunkt wäre, wo Entspannung unterbrochen werden muss in Europa? Und was heißt das konkret? Was muss sich da in Europa ändern? Ich denke, dass hier die Zuhörer einen Anspruch haben, um, ich sage es noch einmal, zu verstehen, was Sie meinen mit Wende in der deutschen Außenpolitik, mit Umkehr. Wir brauchen ja nicht das zu tun, was Sie gemacht haben, über was vor 15 Jahren war, vor 10 Jahren, was der Herr sowieso gesagt hat. Wir möchten wissen, an welcher Stelle Sie die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik in welche Richtung lenken wollen. Oder können wir als Ergebnis dieser Diskussion festhalten, was ich begrüßen würde, dass Sie wie wir die gemeinsam vereinbarte Sicherheits-, Entspannungs- und Bündnispolitik des Westens fortsetzen wollen, und da beziehe ich in die gemeinsame Politik natürlich auch ein, die Politik der Stärkung der europäischen Gemeinschaft, in der wir ja unsere politische und ökonomische Zukunft suchen und unsere Sicherheit gemeinsam mit den Vereinigten Staaten. Ich denke, dass das uns vielleicht weiterführt in der Diskussion und auch wirklich Entscheidungskriterien für unsere Zuhörer für die Bundestagswahl geben kann. Sicher, Herr Bundesaußenminister, es ist verständlich aus zweierlei Gründen, dass Sie diesen Katalog von Fragen aufgeworfen haben. Erstens von Amts wegen, zweitens um im Interesse der Wähler, um die Unterschiedlichkeit der Positionen der verschiedenen Parteien durch Ihre Fragen deutlich zu machen. Auf der anderen Seite muss ich darauf aufmerksam machen, dass wir in einer Stunde die Sendung beenden wollten und alle Wahlversammlungen, die ich mitgemacht habe, deuteten auf ein sehr starkes Interesse an innenpolitischen Fragen hin. Ich hielt es nur jetzt für fair, dass man auf diesen Fragenkatalog einem Repräsentanten der Union das Wort gibt mit der Bitte, vielleicht auf die generalisierende Frage, worin soll die Wende in der Außenpolitik und Sicherheitspolitik bestehen, zu antworten, damit wir im gemeinsamen Interesse zur Innenpolitik kommen können. Es kann nicht alles, Herr Minister Genscher, Herr Bundeskanzler, Herr Dr. Kohl, alles geklärt werden, was an Fragen hier aufgeworfen wird. Ich bitte, einverstanden zu sein, dass Herr Strauß jetzt antwortet und dass wir dann zur Innenpolitik übergehen. Ich glaube, nur eine Bemerkung, aber ich glaube, dass es im Interesse aller Beteiligten an diesem Tisch ist, liegt und auch draußen, wenn wirklich Fragen ausdiskutiert werden. Das ist im gegenseitigen Interesse, im Interesse der Öffentlichkeit. Ich halte überhaupt nichts davon, zu springen von Thema zu Thema, alles mal anzuschneiden und dann geht's weiter. Dann begrüße ich das sehr, dass das jetzt weitergeht. Ja. Ich meine auch, dass wir nicht hasten sollten, aber wenn ein kürzerer Austausch von Meinungen über den Tisch hin und her ginge, wäre es schön. Ich liege mit Herrn Kohl ganz komfortabel in der Zeit. Ich glaube nicht, dass das im Interesse vier ist vielleicht ein bisschen happig. Herr Ministerpräsident. Ein Frieden in Freiheit wird gewährleistet durch eine funktionsfähige Atlantische Allianz. Und nur durch diese. Es gibt aber leider auch keinen Zweifel daran, dass das Vertrauen entgegen schön klingenden Kommuniqué-Äußerungen zwischen Washington und Bonn erheblich abgenommen hat. Es ist doch kein Zufall, dass selbst eine so neutrale Zeitung wie die Neue Zürcher Zeitung von einem Zerfall der Atlantischen Allianz schreibt. Das sind doch Vorgänge, die sich nicht auf der Oberfläche abspielen, aber Vorgänge, die sich im Bewusstsein und auch in den Gefühlen abspielen, dass es in der Atlantischen Allianz nicht mehr zum Besten steht. Und darum ist die oberste Aufgabe, das Verhältnis zwischen Washington und Bonn wieder so vertrauensvoll eng zu knüpfen, wie es in den ersten Jahrzehnten nach Abschluss des Bündnisses gewesen ist. Ihre zweite Frage. Ich habe selbstverständlich nichts gegen eine europäische Abrüstungskonferenz, wenn sie das Gebiet bis zum Ural umfasst, wie gesagt worden ist.
aber sie darf nicht dazu führen, dass hierdurch ein allgemeines Abrüstungspalaver der eigentliche Grund für die Kriegsangst und für die Bedrohung Europas, nämlich der russische Einmarsch in Afghanistan, allmählich im Hintergrund entschwindet. Es geht nur um vertrauensbildende Maßnahmen, nicht um Palaver. Im Hintergrund entschwindet. Dasselbe sage ich im Zusammenhang mit Ihrem Thema Abrüstungsgespräche über Mittelstreckenraketen und sogenannte vorgeschobene Systeme. Die vorgeschobenen Systeme ist ja ein russischer Ausdruck. Diese Forward-Based Systems gibt es nicht in der Terminologie der Atlantischen Allianz. Und auch hier besteht die Gefahr, dass in einem allgemeinen Palaver über Atomwaffen das eigentliche Anliegen vom Dezember letzten Jahres ja verloren geht und zum Teil schon verloren gegangen ist. Es geht um die SS-20 und gleichwertige Waffen, die Europa bedrohen. Und es geht nicht darum, über die Artillerie, über Kurzstreckenraketen und über die Dinge zu reden, die ja drüben auch da sind. Und hier, dass die Verhandlungen jetzt beginnen, Herr Strauß. Dagegen habe ich gar nichts einzureden. Aber das Thema darf in diesen Verhandlungen nicht verloren gehen. Sehr wichtiger Punkt. Lassen Sie mich doch ausreden, Herr Schmidt, sind Sie nicht gerade so ungeduldig. Es darf nicht in einem allgemeinen Raketenpalaver die eigentliche Bedrohung Europas durch die russischen Mittelstreckenraketen untergehen. Das ist doch unser Thema. Und Sie haben ja selbst einmal gesagt, die strategische Lage hätte sich geändert. Und jetzt haben Sie aber Schwierigkeiten in Ihrer eigenen Partei. Es gibt doch den größten Widerstand in Ihren eigenen Reihen gegen diesen Nachrüstungsbeschluss. Es gibt doch eine ganze Reihe von Abgeordneten. Es ist fast die gesamte Organisation der Jungsozialisten. Sie haben doch Ihre Partei hier nicht hinter sich. Ich habe Sie vorher. Es ist ja fast nicht mehr von Bedeutung, was Sie wissen oder nicht wissen, was Sie wollen und nicht wollen. Aber die Front hinter Ihnen hat sich doch längst nach verschiedenen Richtungen auseinander entfernt. Ich bin drittens dafür, Herr Genscher, die MBFR-Verhandlungen. Ich muss wieder Herrn Apples Mahnung befolgen. Das heißt, die Verhandlungen über gleichgewichtige, gegenseitige Verminderung der Truppenstärken fortzusetzen. Es ist zwar nichts rauskommen dabei, aber ich kann es leider der Kürze der Zeit halber nur mit dem Stichwort sagen. Die Vorschläge des Herrn Brandt, des Herrn Wehner, des Herrn Bahr und des Herrn Pawelczyk sind unannehmbar in dem Zusammenhang. Das nämlich die Sowjetunion. Ja, da bin ich mit Ihnen einig, Herr Genscher, aber nicht mit dem SPD-Teil der Bundesregierung. Herr Schmidt hat hier wechselnde Positionen eingenommen. Haben Sie die Vorschläge der Bundesregierung eben als richtig bezeichnet? Ja. Ich stelle fest, dass Sie hier eine sehr interessante Unterscheidung treffen, die meiner vorherigen Behauptung mehr Recht gibt, als ich es mir heute Abend gewünscht habe. Sie sagen die Vorschläge der Bundesregierung, die in einem totalen Gegensatz zu den Vorstellungen der Herrn Brandt, Bahr, Wehner und dann Ihrem Abrüstungsexperten Pawelczyk steht. Ich bin der Meinung in diesem Falle des Herrn Genscher, dass die Sowjetunion kein Interventionsrecht über die Stärke der Bundeswehr erhalten darf. Dass man gleichgewichtig hier, gleichgewichtig dort und dass die Zusammensetzung des Kontingents, sagen wir 800.000, die Sache der jeweiligen Seite ist. Das heißt, wir im Westen bestimmen, wie die 800.000 Mann zusammengesetzt sind. Wie viel die Deutschen, wie viel die Holländer, wie viel die Belgier, wie viel die Amerikaner beitragen. Und auf der anderen Seite genauso. Wenn aber Herr Brandt sagt, und ich muss es leider mal der Verständlichkeit halber tun, Herr Appel, tut mir wirklich leid, sagt, man solle hier die 50%-Klausel einführen, dann würde das bedeuten, dass wir im Falle des Abzugs von amerikanisch-englischen Truppen, zum Beispiel in den Mittleren Osten, was ja keine undenkbare Angelegenheit ist, ich bin ja gegen deutsche Truppen im Mittleren Osten, ich habe das unzählige Male in größter Lautstärke gesagt und habe auch gesagt, wo meine Linie und wo hier meine Vorstellungen liegen. Aber wenn die anderen Amerikaner, Engländer abziehen müssen, dann sollten wir frei sein, unser Kontingent von 800.000 im Westen aufzufüllen, wie wir es bestimmen und nicht wie die Sowjetunion es will. Viertens, wenn ich Ihnen vorher widersprochen habe, Herr Genscher, die Neuen haben doch in Venedig und das werfen Sie der CSU vor, wir waren doch in Venedig nicht dabei, Herr Schmidt. Die Neuen haben doch in Venedig erklärt, dass sie bereit seien, im Rahmen einer umfassenden Lösung an einem System konkreter und bindender internationaler Garantien einschließlich solcher zu Lande sich zu beteiligen. Die Garantien bestehen doch nicht in Lieferungen von belletristischer Literatur. Die Garantien können doch nur bestehen in harten militärischen Garantien. Und Sie haben das unterschrieben, ohne den Vorbehalt zu machen, aber Deutsche nicht an die
an diese Wetterecke. Und auf die Frage in einer Unteroffiziersdiskussion, ob Sie bereit wären, deutsche Soldaten einer UNO-Friedenstruppe vielleicht auch in diesem Raum zur Verfügung zu stellen, haben Sie gesagt, grundsätzlich ja, prinzipiell ja. Wer Sie? Herr Schmidt hat es gesagt. Ich habe den Wortlaut hier, wie er vom Bundespresseninformationsamt verteilt worden ist. Ich nehme Ihnen das gar nicht übel, weil das eine durchaus überlegenswerte Haltung ist. Aber was ich Ihnen übel nehme, Herr Schmidt, und ich reg mich wirklich nicht auf, ihr Redner deutlich, das ist Ihre schamlose Propaganda. Bis heute will die Strauß-Partei, dass wir für Staaten im Nahen und Mittleren Osten Sicherheitsgarantien abgeben. Was ein wehrpolitischer Ausschuss, dessen Programm ich persönlich korrigiert habe, weil ich im Gegensatz zu Ihnen die Politik der CSU mehr beeinflusse, als Sie die Politik der SPD beeinflussen können. Das ist auch der Unterschied zwischen Ihnen und mir, dass Sie ein Gefangener der Entwicklungen der SPD sind und ich die politische Haltung der CSU maßgebend bestimme. Es tut mir sehr leid, dass Sie mich dauernd unterbrechen, dass Sie in Ihrer Gereiztheit, in Ihrer Intoleranz nicht mehr in der Lage sind, einfach sich Tatsachen anzuhören. Wie können Sie uns vorwerfen, wir wollten Sicherheitsgarantien geben, mit der Folge, dass deutsche Truppen dorthin geschickt werden? Sie haben das in Venedig unterschrieben. Sie haben doch in Venedig gesagt, konkrete Garantien auch zu Lande. Herr Ministerpräsident, und das ist ein so wichtiger Punkt, weil es ja deutsche Menschen betrifft. Deshalb wäre es gut, Herr Schmidt, wenn Sie hier Ihre infamen Behauptungen nicht dauernd wiederholen würden mit diesem Appell an die Gefühle, ja, deutsche Soldaten im Mittleren Osten, deutsche Soldaten im Persischen Golf und zu tun. Wir versprechen euch, dass das nie der Fall sein wird, aber die CDU, CSU. Wir haben eine ganz andere Meinung. Klare Arbeitsteilung im Bündnis, wenn die anderen Einheiten abziehen müssen, um unsere lebenswichtigen Interessen in der Region zu verteidigen. Und es kann sein, dass das eintritt, siehe der Krieg jetzt, dann sollen wir dafür sorgen, dass die Front, ich meine jetzt, dass die militärische Abwehrlinie in Europa notfalls durch größere Leistungen auf unserer Seite erhalten bleibt. Und darum möchte ich nach der Diskussion jetzt nicht noch einmal erleben, dass dieses törichte, infame, vergiftende Schlagwort davon der CDU, CSU, deutsche Soldaten an den Golf, von jetzt an überhaupt noch einmal in den Mund genommen wird. Karl Weiß, ich glaube, das müssen wir jetzt klären lassen. Das betrifft also deutsche Menschen. Ich darf den Bundeskanzler und den Außenminister bitten, zur Frage, ob deutsche Soldaten außerhalb des NATO-Bereichs nach Vorstellungen oder Planungen der Bundesregierung eingesetzt werden sollen, korrekt sind oder nicht, Herr Bundeskanzler? Zunächst mal muss Herr Genscher das erklären, diese Behauptung, dass wir in Venedig etwas unterschrieben hätten, was uns zwänge, deutsche Soldaten im Osten einzusetzen. Hat Herr Strauß zweimal behauptet, ja. Das war zweimal unwahr. Ich bin deshalb erstaunt, dass Herr Strauß diese Behauptung wiederholt, weil das schon im Deutschen Bundestag, Herr Strauß, behandelt worden ist. Dort ist von Ihrer Seite, nicht persönlich meine ich, von Ihnen, diese Behauptung schon einmal aufgestellt worden. Die Europäische Gemeinschaft ist keine Militärallianz, Herr Strauß, das wissen Sie so gut wie ich. Und deshalb kann sie über militärische Einsätze gar nicht entscheiden wollen. Welche Garantien wollen Sie denn zu Lande dort geben? Ja, sagen Sie doch das bitte. Ja, ich bin ja gerade dabei, es zu erläutern. Okay. Ja. Nicht, also die Europäische Gemeinschaft ist ein wirtschaftlicher und politischer Zusammenschluss und kann schon von daher militärische Entscheidungen einschließlich des Einsatzes von militärischen Streitkräften irgendwo gar nicht entscheiden und entscheiden wollen. Und das ist auch. Die verpflichten sich. Ja, ich würde ja gern weiterreden dürfen. Ne? Ja, ja. Sie haben das Wort, aber durch einen Zwischenruf, ja, der Erklärung dient, sollte, glaube ich, erlaubt sein. Ich habe das ja auch getan. Die Neuen verpflichten sich, meint ja, Sie. Ja, und nun haben wir dort zum Ausdruck gebracht, dass wir durchaus bereit sind, auch Garantien zu übernehmen, die sich auch auf das Territorium beziehen, aber doch nicht durch Anwesenheit von Soldaten, Herr Strauß. Niemand hat in Venedig die Absicht gehabt, militärische Kontingente der Europäischen Gemeinschaft dorthin zu senden. Und Sie wissen so gut wie wir, dass wir als Deutsche niemals eine Erklärung, die uns dazu verpflichten würde, unterzeichnen könnten. Könnten wir nicht, weil es gar nicht dem Grundgesetz entspricht und weil wir deshalb nur im NATO-Raum unsere Truppen einsetzen können. Und so töricht ist das Gerede nicht mit den Soldaten am Golf. Lesen Sie mal durch. Das ist der stellvertretende Vorsitzende der CDU, Herr Dr. Trecker, im Express geschrieben hat, ich muss das nur sagen, am Anfang dieses Jahres über Erwägungen, wo man sich nicht vordrängen solle, aber auch nicht zu zurückhalten sein solle, möglicherweise auch dort Soldaten hinzuschicken. Da ist von Interventionsstreitkräften die Rede, Herr Dr. Kohl, Sie können das gerne erörtern.
Also diese Erklärung von Venedig enthält weder der Absicht noch dem Inhalt nach die Verpflichtung, deutsche Soldaten dorthin zu schicken. Kann man das als geklärt betrachten? Nein, den Punkt kann man nicht als geklärt betrachten. Das ist doch die ganze Erklärung nicht probiert. Diese Debatte, Herr Kollege Genscher, haben wir bereits wir beide im Bundestag geführt. Und es gibt natürlich überhaupt, wenn Deutsch noch Deutsch ist, nur einen Sinn, die Erklärung von Venedig, dass sie natürlich als einschließlich solcher zu Lande zu beteiligen, natürlich etwas gemeint haben, was doch irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit mit Soldaten haben muss. Sie haben das im Bundestag, dieses Thema, erläutert. Es gibt doch technische Monitoren. Verehrter Kollege Genscher, Sie haben im Bundestag eine Erklärung abgegeben. Ja. Wir sind auf dieses Thema nicht zurückgekommen. Sie haben im Bundestag den Vorwurf erhoben, etwa, dass Herr Drecker dies verlangt habe. Es ist im Bundestag Ihnen widerlegt worden. Der Unterschied zwischen uns beiden ist nun, dass wir nach 4 Monaten auf das Thema nicht zurückgekommen sind, dass wir uns mit Ihrer Erklärung im Bundestag zufrieden gegeben haben. Recht. Dass Sie aber eben in dieser Sendung diese Behauptung wiederholt haben, obwohl Sie wissen, dass die Behauptung falsch ist, aufgrund unserer Einlassung auch im Plenum. Ja. Und dass die Sozialdemokraten in diesen Tagen diese Anzeige veröffentlichen, wir wollen keine militärischen Abenteuer, und wo Sie doch den Eindruck erwecken, obwohl Sie genau wissen, dass das niemand bei uns will, obwohl Sie genau wissen, dass es ja allein schon nach den Bestimmungen unseres Grundgesetzes gar nicht möglich wäre. Das ist die einfachste Voraussetzung, die jeder kennen muss. Wird diese Behauptung weiterhin verbreitet? Sie haben es doch, und weil es eben darum geht, Herr Kollege Genscher. Sie haben es doch klargestellt, dass Sie es nicht wollen, das reicht mir doch. Aber Entschuldigung, Herr Kollege Genscher, das ist seit Monaten klargestellt. Und Sie wiederholen es unentwegt, weil es ein Wahlkampfthema ist, weil Sie Leute erschrecken wollen, weil Sie Ihr Geschäft wieder Angst machen wollen, Krieg und Frieden. Und das ist eben diese Überschrift, notfalls müssen deutsche Soldaten Ölgolf schützen, Alfred Drecker Express. Sie brauchen doch jetzt nicht über alte Artikel hier vorzutragen, dann muss ich Ihnen vortragen, was Sie in Venedig gesagt haben. Ich habe mich in der Bundestagssitzung damit zufrieden gegeben. Oder nicht, Herr Kollege Genscher, das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist, dass wir uns über dieses Thema ausgetauscht haben im Bundestag. Und Sie erheben jetzt Vorwürfe, die längst ausgeräumt sind. Genau wie wir ja nicht mehr zurückgekommen sind auf die Erklärung der Neuen erneut. Und ich sage Ihnen, das ist ein billiges Geschäft mit der Angst. Und das hat gar nichts mit freiheitlicher Politik mehr zu tun. Wir haben genug Themen, die uns trennen in der Bundesrepublik. Aber in Sachen Krieg und Frieden ist das die schäbigste Form der Auseinandersetzung, die es überhaupt gibt. Wir wollen den Frieden, alle. Und ich lasse mich von Ihnen und von Herrn Schmidt nicht in meiner Friedenssehnsucht, in meiner Friedensbereitschaft übertreffen. Habe ich die niemand bestritten, Herr Kohl. Hier sitzt ein Mann. Sie schwindeln, das hat niemand bestritten. Entschuldigung, hier haben Sie ein Inserat, Herr Kollege Schmidt. Helmut Schmidt, Kanzler des Friedens, Franz Josef Strauß, Kandidat des Unfriedens. Sie werden doch nicht behaupten wollen, dass dieses Inserat, das wegen seiner Erbärmlichkeit ein Großteil der deutschen Zeitungen sich geweigert haben, überhaupt abzudrucken, dass dieses Inserat nicht genau der Beweis für meine These ist. Wie kommen Sie eigentlich dazu? Ja, Herr, woher nehmen Sie das Recht, einem Mann gegenüber, der genau wie Sie im Krieg war, der seine Erfahrungen in Frankreich-Feldzug, im Russland-Feldzug gemacht hat, der 3 Kinder hat, der zu seiner Familie steht, ihm einen solchen baren Unsinn zu unterstellen, wenn es aber doch nur Unsinn wäre. Es ist schlicht und einfach ein extremer Akt politischer Gemeinheit. Und das muss man klar aussprechen. Hier geht es nicht um Krieg und Frieden, sondern hier geht es darum, dass wir unseren Beitrag als Deutsche zum Frieden leisten. Und Herr Kollege Schmidt, das muss ausgetragen werden. Sie zerstören die politische Kultur unseres Landes um Wählerstimmen. Und das hat vorhin noch kein Bundeskanzler, überhaupt keiner, in dieser Form getan. Herr Dr. Kohl, ich bitte Sie, die Vorsilbe Un gehört zurzeit zur Sprache. Hat nicht auf Ihrer Seite jemand Herrn Baumann den Unsicherheitsminister genannt? Also dies ist wohl Kultur. Aber sehen Sie dann, Entschuldigung, verehrter Herr Weiß, sehen Sie denn keinen Unterschied, ob ich einen Minister in seiner Amtszeit kritisiere oder ob ich Mitbürgern, die Patrioten sind wie Herr Schmidt und Herr Genscher, unterstelle, dass sie eben nicht für den Frieden sind? Ist doch ein Unterschied, ob ich über die Amtszeit eines Ministers urteile oder über die Grundfrage, ob ich für Krieg oder Frieden bin. Das muss ich Ihnen doch als ein Mann, der ein nicht intellektuelles Gewicht hat, nicht näher erläutern. Herr Kollege Kohl, Unsicherheit kommt der Sache schon sehr nahe. Ganz kurz, können wir uns darüber verständigen, dass Sie nicht den Vorwurf erheben wollen, ich hätte Ihnen jemals Willen oder Fähigkeit zum Frieden bestimmt? Nein. Gut. Ich denke nicht daran, dass ich Ihnen das unterstelle, was ich den Sozialdemokraten sagen muss, aufgrund Ihrer Aussage. Ja, bitte, Herr. Hier vor mir liegt eine millionenfache Auflage verbreitetes Schreiben, unterschrieben mit freundlichen Grüßen Helmut Schmidt.
liebe Mitbürger, liebe Mitbürger, Helmut Schmidt statt Strauß den Frieden wählen. Das heißt doch, wer Strauß wählt, wählt das Gegenteil vom Frieden. Und das ist Brunnenvergiftung und Umweltverschmutzung. Herr Bundeskanzler. Ich möchte mal der Reihe nach auf verschiedene Bemerkungen zurückkommen, die hier gemacht worden sind. Herr Strauß hat die Behauptung aufgestellt, das Vertrauen in der NATO nimmt ab. Er hat sie nicht belegt. Er hat auch nicht gesagt, das läge an uns. Er hat das einfach so festgestellt. Es gibt immer mal in einem Bündnis von Staaten Meinungsverschiedenheiten. Die tiefsten gab es zwischen Adenauer und Eisenhower zur Zeit des Redford-Plans. Herr Strauß und Sie waren damals an der Verteidigungspolitik beteiligt. Das nächste Mal zwischen Adenauer und Kennedy führte zur Ablesung unseres Botschafters Greve in Washington. Das dritte Mal zwischen dem Bundeskanzler Erhard und Johnson. Inzwischen sind wir nicht mehr in einer Lage, wo wir bedingungslos alles richtig finden, was in Amerika aufgebracht wird. Wir sind nicht mehr Klienten, wir sind Partner. Wir haben unsere eigenen deutschen Interessen in diesem partnerschaftlichen Verhältnis zu vertreten. Das tun wir auch. Und das tun wir auf der Basis einer tiefen inneren Verbundenheit. Sie sind eigentlich die Antwort an Herrn Genscher schuldig geblieben, was mit Ihrer Wende gemeint sein soll. Sie haben gesagt, ja, Sie sind auch für europäische Abrüstungskonferenz mit Einschränkungen, aber im Prinzip doch auch für die Wiener Verhandlungen um beiderseitige gleichgewichtige Rüstungsbeschränkungen, MBFR genannt. Sie sind auch für die KSZE-Folgekonferenz in Madrid. Sie haben überall ein bisschen was dazu gesagt. Wo ist denn nun eigentlich die Wende, von der Sie reden? Was wollen Sie im Prinzip anders machen? Mit wem wollen Sie das anders machen und zu welchem Ziel? Sie haben vor wenigen Tagen gesagt, wir werden dafür sorgen, dass die Menschen in der DDR die Freiheit wiederbekommen. So habe ich es heute in der Süddeutschen Zeitung in Gänsefüßchen von einem angesehenen deutschen Journalisten gelesen, aus dem Mund von Herrn Strauß. Was ist damit gemeint? Das alles haben Sie nicht beantwortet. Was heißt das, wenn Sie gesagt haben, man muss bereit sein zur Unterbrechung der Entspannung? Stattdessen haben Sie sich geworfen auf einzelne Äußerungen, des einen hier, des anderen da, und beschweren sich darüber, wenn Herr Genscher nun allerdings sehr gewichtige Äußerungen von Herrn Drecker, immerhin ein stellvertretender Vorsitzender der CDU, oder von Herrn Kiep könnte man hinzufügen, oder von Herrn Wörner, der würde ja Ihr Schattenverteidigungsminister sein, das wollen Sie alles vom Tisch wischen. Also schön, ich sehe das sehr gerne, dass Sie das alles vom Tisch wischen. Nur, dann bleibt nach, dass in dem verteidigungs- und sicherheitspolitischen Programm der CDU der Satz steht, eine Schutzgarantie für alle mit den NATO-verbündeten, befreundeten Staaten des Nahen und Mittleren Ostens wollen sie haben. Ich sage das noch einmal, wir sind mit Israel befreundet, auch mit Saudi-Arabien, auch mit Ägypten, auch mit Jordanien. Sollen wir denen alle Schutzgarantien geben? Und wenn es zwischen denen großen Ärger gibt, wen schützen wir dann gegen wen? Das ist eine Frage, die Sie nicht beantwortet haben in dieser Diskussion. Stattdessen haben Sie gesagt, ihr habt doch unter den Neuen auch etwas Ähnliches verabredet. Schutzgarantien zu Lande, hat Herr Kohl gesagt. Das Wort zu Lande kommt überhaupt nicht vor, sondern hier ist die Rede von internationalen System konkreter und internationaler Garantien, einschließlich solcher an Ort und Stelle. Das sind Beobachtungsmissionen. Ich habe Ihr eigenes Bulletin vorgelesen. Sie haben gesagt zu Lande. Ja, das steht auch drin in diesem Text. Gut. Ich will mich hier über Details nicht so sehr streiten. Ich möchte gerne wissen, worin besteht die große Wende? Bisher sagen Sie nur, in der Sache seien Sie ja mit uns allen einig. Nur gäbe es da noch ein paar andere in der SPD, wo Sie verschiedener Meinung sind. Die große Wende haben Sie weder angekündigt, noch haben Sie angedeutet, woraus sie besteht. In meinen Augen ist es bis zur Stunde eine große Phrase, aber keine große Wende. Im Gegenteil. Die Bündnispartner der Nordatlantischen Allianz erwarten von uns Stetigkeit, dass wir bei dem bleiben, was wir gemeinsam eingeleitet haben. Zum Schluss haben Sie vom Kandidaten des Unfriedens geredet. Das ist doch kein so schlechtes Wort. Es kennzeichnet die Lage von Herrn Strauß. Wie viel Unfrieden haben Sie denn schon zwischen sich beiden gehabt? Sie wollten doch voriges Jahr im Mai, Herr Kohl, den Herrn Albrecht zum Kanzlerkandidaten machen. Das hat Ihnen Herr Strauß verunmöglicht. Seitdem verbrüdern Sie sich. Bis zum Tag nach der Wahl, dann wird es wieder losgehen. Herr Strauß ist ein Mann, der Unfrieden sät. In seiner eigenen Partei, Ihnen gegenüber, mit der Drohung der vierten Partei und international. So wie er über Carter redet, wie er über Gierek redet, wie er über Brezhnev redet. So kann man nicht reden
darf man nicht reden, wenn man das Bündnis zusammenhalten will. Und den Vertrauensschwund, von dem Sie sprachen, den sehe ich nicht so, wie Sie ihn sehen. Aber wenn Sie ihn so sehen, dann wird man doch nicht damit wettmachen, dass man die Partner herabsetzt. Und die gute Nachbarschaft in Europa fördert man nicht damit, den Frieden fördert man nicht damit, dass man sich selber als besseren Regierungschefs für Nachbarvölker ausgibt, sondern da muss man sich schon hineinfühlen in deren Interessenlage und muss genau wie Gewerkschaften und Arbeitgeber bei Streitigkeiten lange verhandeln, aufeinander zugehen und schließlich schließen sie kompromissweise einen Vertrag. Sie haben die meisten Verträge abgelehnt, sie wollten nicht mal in die Vereinten Nationen, aber gerade die haben uns nun vor 14 Tagen bescheinigt, dass sie uns heutige Deutsche nach diesen 11 Jahren von Gleichgewichtspolitik, Verständigungspolitik, berechenbarer Politik, dass sie uns nun nicht mehr entgelten lassen wollen, all die Untaten, die Adolf Hitler seinerzeit im Namen der Deutschen über die Welt gebracht hat. Ich halte das für einen großen Fortschritt. Soll hier das Wort von der Wende auch gelten? Sollen wir da wieder raus? Sollen wir aus der KSZE wieder raus? Ich habe das Gefühl, Sie ärgern sich über das Wort von Krieg und Frieden und reden stattdessen von der Wende zu mehr Freiheit, weg vom Sozialismus. Das sind alles Redensarten. Ich bleibe dabei. Alle Ihre Redereien lassen mich nicht zweifeln daran, dass Sie den Frieden wollen. Ich habe das ja im Bundestag schon mal gesagt, als Sie sich beschwerten, wir misstrauten Ihrem Friedenswillen, habe ich gesagt, nein, den misstrauen wir gar nicht, den unterstellen wir. Aber die Fähigkeiten, mit Nachbarn und mit Partnern und Freunden umzugehen, die sind nicht ausreichend ausgebildet. Deswegen sind Ihre Fähigkeit zur Festigung des Friedens nicht richtig ausgebildet. Das bleibt meine persönliche Meinung. Und die steht nicht nur in dem Brief, den Sie eben vorgelesen haben, das habe ich viele Male gesagt. Und habe auch die Absicht, das weiterhin zu sagen. Ich werde das auch in der Regierungserklärung im 9. Deutschen Bundestag Ihnen sagen, Herr Kohl. Und dann werden Sie wahrscheinlich wieder so aufgeregt reagieren wie eben, aber ich bleibe dabei. Meine Herren, Sie machen es uns wirklich nicht einfach hier, das Gespräch zu leiten und thematisch so zu ordnen, dass viele interessante und wichtige Fragen hier behandelt werden können. Ich bitte jetzt um Ihr Einverständnis, ohne dass ich hier mit meinem Kollegen Weiß zum Oberschiedsrichter gemacht werden kann. Helfen Sie bitte mit, ohne dass wir das jetzt abhacken wollen. Herr Dr. Kohl, ich würde Ihnen gerne das Wort geben, indem Sie aufgreifen, was der Bundeskanzler vorwurfsvoll formuliert hat und gleichzeitig aber doch die Möglichkeit der Überleitung zur Innenpolitik geben. Im Rahmen der innenpolitischen Thematik wollten wir ohnehin die Fragen der Koalition und des Unionszusammenhalts stecken. Hier war ein Vorwurf erhoben worden. Herr Dr. Kohl, könnten Sie darauf eingehen, damit wir dann bei der Innenpolitik bleiben können? Es hat ja keinen Sinn, wenn wir die Außenpolitik ständig mit weiteren Themata verlängern. Ich komme gerne darauf zurück, Herr Appel. Eine kurze Bemerkung noch einmal in Pass setzen zu dem, was wollen wir, Wende der Außenpolitik, was heißt für uns Wende der deutschen Politik? Erstens, Herr Kollege Genscher, dass wir wieder ohne jede Einschränkung ein verlässlicher Partner für unsere Freunde im Westen sind. Das ist Ihre Behauptung und bei allen Abstimmungen im Bundestag brauchen Sie die Stimmen der CDU-CSU, weil sie in der Koalition unter Schmidt zu schwach ist, die Linken in der eigenen Partei zu bremsen. Zweitens, dass wir genau diese Westorientierung der Bundesrepublik Deutschland, die wir in 20 Jahren Regierungsmacht in Bonn begründet haben, fortsetzen. Dass wir zum Dritten darin begreifen, die Öffnung nach Europa. Über dieses Thema haben wir heute Abend überhaupt noch kein einziges Wort geredet. Nun, Herr lieber Appel, ich habe es ja zweimal angeschnitten, ich will es noch einmal sagen. Für uns ist ganz klar, dass wir die politische Einigung Europas wollen, dass wir das Ziel haben, europäische Politik wieder aus einem Munde zu machen. Das wollen Sie doch wohl nicht bestreiten. Für uns ist kein Ziel, dass beispielsweise ein Sonderverhältnis getroffen wird zwischen Paris und zwischen Bonn. Etwa jene Gedanken, dass da zwei eine Art Quasi-Direktorium bilden. Wir sind für das ganze Europa und für jene europäische Vorstellung, wie sie begründet wurde, schon in den römischen Verträgen und fortgesetzt wird. Heißt das, dass der Vertrag zwischen Adenauer und de Gaulle keine Rolle mehr spielen soll? Aber Herr Kollege Schmidt, den Vertrag zwischen Adenauer und de Gaulle habe ich nicht vergessen. Sie tun doch bei jeder Gelegenheit so, als hätten Sie die deutsch-französische Freundschaft begründet. Lange vor Brandt und Schmidt hat Konrad Adenauer und Roma Schumann und Charles de Gaulle deutsch-französische Politik gemacht. Aber Sie haben eben dagegen polemisiert, Herr Kohl. Ich sage Ihnen jetzt meine Gedanken, Sie können ja dann gleich antworten.
Für uns steht der Punkt Europa an zweiter Stelle. Und das ist in der Tat ein ganz entscheidender Punkt. Denn wenn Sie die Rolle der deutschen Sozialdemokraten, Herr Kollege Genscher, und das wissen Sie doch so gut wie ich, die vor einem Jahr ins Europäische Parlament gewählt worden sind, betrachten in ihrer Arbeit in Straßburg, werden Sie so nicht auf den Gedanken kommen, dass diese Mannschaft des Herrn Schmidt, die dorthin geschickt wurde, unterwegs ist, um die europäische Einigung voranzutreiben. Das sind doch alles Leute, die die europäische Einigung eher bremsen. Und im sozialistischen Lager in Europa gibt es doch keine Stimmung mehr für die europäische Einigung. Aber gestern haben englischen Tories auch nicht. Gestern haben, Entschuldigung, Herr Weiß, Sie wissen das doch besser wie ich, Sie waren lange genug in London. Die englischen Tories haben ihr klares Ja gemacht. Es gibt doch keinen Tory-Beschluss, wie auf dem Parteitag der Labour, dass sie im Fall einer Regierungsübernahme aus der EG austreten. Aber das können Sie doch nicht. Politische Einigung. Dritter Punkt, Außen- und Deutschlandspolitik. Wir haben gesagt, die Verträge sind geschlossen. Sie sind zu respektieren, also weil wir eine verfassungstreue Partei sind. Herr Kollege Schmidt, so mögen Sie bei sich zu Hause in Hamburg das Gespräch führen. Hier reden wir auch in Hamburg in der Partei. Hier reden wir in der Reihenfolge, dass jeder den anderen erträgt und anhört, auch wenn sie ihn immer schwerer fällt. Ich kann sie lange anhören, immer, möchte ich Sie gerne, aber ich möchte auch verstehen, schwerer. Was Sie sagen. Ich darf Sie wirklich bitten, geben Sie ein bisschen, ich gerne verstehen. Geben Sie als Bundeskanzler ein bisschen ein Beispiel von Kinderstuben und versuchen Sie nicht dauernd den anderen dadurch zu demotivieren, dass Sie ihn unterbrechen. Ich muss Ihnen das nochmal in aller Freundschaft sagen. Zurück zum Thema, das, was über Osten, Deutschland, Politik gesagt wurde, ist völlig ausreichend. Jetzt aber zu dem anderen Punkt. Kandidat des Unfriedens. Nun, Herr Kollege Schmidt, wir hatten Streit in der SPD, hatten Sie Streit, wir hatten in der CDU Streit und der CSU. Und ich denke gar nicht daran, zu leugnen, auch nicht heute Abend, drei Tage vor der Wahl, dass das, was wir da gelegentlich getan haben, alles andere als beispielhaft war. Nur, das ist doch kein Sonderthema der CDU-CSU. Wir haben vor der Kandidatennomination klare Abmachungen getroffen. Wir haben abgestimmt, Franz Josef Strauß ist unser Kandidat. Und Ihr Ärger ist doch, dass Ihre Rechnung nicht aufgegangen ist. Dass das, was Herr Brandt heute Abend im Fernsehen behauptet hat, dass die CDU-Leute nicht mitmachen, eben ganz anders läuft. Dass diese Partei sich einsetzt. Und ich habe nicht ohne Grund diesen persönlichen Einsatz in diesem Wahlkampf, weil ich eben überzeugt bin, wenn ich das Leben des Kandidaten und das Leben des Amtsinhabers nebeneinander sehe, das Leben des Franz Josef Strauß und das Leben des Helmut Schmidt, dann habe ich nicht einen Grund, eine Sekunde daran zu zweifeln, wer der bessere Kanzler ist. In allen wichtigen Grundentscheidungen deutscher Politik, verehrter Herr Kollege Schmidt, hat dieser Franz Josef Strauß richtig abgestimmt. In allen wichtigen Grundentscheidungen der deutschen Politik, wo es darauf ankam, für Sie auch persönlich Mut zu beweisen, haben Sie falsch abgestimmt. Wir haben die Lage doch in diesen 4 Jahren gehabt. Wir werden gleich bei der Innenpolitik noch darauf zurückkommen. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen um das Verhältnis zwischen Strauß und Kohl, zwischen CDU und CSU. Wir haben unsere Schwierigkeiten gehabt. Wir sind erwachsene Männer, wir sind fähig, da einen Strich drunter zu setzen. Und wir sind vor allem fähig, aus unserer gemeinsamen Überzeugung, die ganz unstreitig ist, auch freundschaftlich verbunden, miteinander Politik machen. Und ich will eines sagen, in der CDU-CSU gibt es nicht ein Gran jener Meinungsunterschiede, die Sie doch von weiten Teilen der deutschen Sozialdemokratie trennt. Sie sind doch gar nicht mehr typisch für die deutsche Sozialdemokratie. Jene jungen Leute, die an deutschen Universitäten Volksfront betreiben, junge Sozialdemokraten und junge Kommunisten jeglicher Art, die gegen diesen freiheitlichen Staat hetzen, das sind Mitglieder der SPD, wollen Sie sich mit denen identifizieren? Sie hören sie doch gar nicht mehr. Sie nehmen sie doch gar nicht mehr zur Kenntnis. Ich sage Ihnen noch einmal, im Blick auf dieses Inserat, wenn der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, der nicht irgendjemand ist, sondern der beispielprägend sein muss, in dieser Weise Hass sieht, zerstört er den inneren Frieden. Und Herr Kollege Schmidt, Sie können dem Frieden in der Welt nicht dienen, wenn Sie nicht fähig sind zum Frieden im eigenen Lande. Die Beispiele, die Sie heute Abend hier gegeben haben, die sehr persönlichen Beispiele, mit Alach Schmidt muss man schon sagen, das ist eben ein Hinweis darauf, was ich meine, wenn ich davon rede, zerstören jeder Gemeinsamkeit. Und es ist ja gar nicht der Franz Josef Strauß. Ich könnte jetzt aus der Sendung vor 4 Jahren Ihre Äußerung über den Helmut Kohl rausziehen. Was haben Sie nicht alles an Bemerkungen gemacht, kurz vor der Wahl des Staatsoberhaupts, des Bundespräsidenten? Mit welch einer diffamierenden Weise haben ausgerechnet Sie sich in die Arena der deutschen Politik ohne jedes Erbarmen und ohne jede Friedensbereitschaft
für jede Generation, die im Dritten Reich in einer besonderen Versuchung stand. Ausgerechnet Sie, der gar keinen Grund hatte, in dieser Zeit so zu reden. Es ist also keine Frage, Strauß. Was meinen Sie damit, Herr Abgeordneter? Es ist keine Frage, Kohl. Reden Sie bitte etwas deutlicher. Es ist Ihre Frage der Friedensfähigkeit. Und hast du es diffamiert? Und, ausgerechnet ich, hat er gesagt. Was meinen Sie damit? Weil ich annehmen müsste, dass Sie aufgrund Ihres persönlichen Lebenswegs, Ihrer ganz persönlichen Erfahrung, die typisch ist für Hunderttausende unserer Landsleute, genauso viel Verständnis für den Lebensweg eines anderen haben, der eine ähnliche Erfahrung gemacht hat. Dies habe ich Ihnen im Bundestag gesagt und das sage ich Ihnen heute. Es ist keine Frage, Strauß, das muss in dieser Stunde festgestellt werden. Jeder andere, der an dieser Stelle sitzen würde, würde auf die gleiche Art und Weise der persönlichen Diffamierung stoßen. Und dies ist Ihr persönlicher Stil. Und das ist auch der Vorwurf, den ich Ihnen mache. Sie zerstören den inneren Frieden unseres Landes, Herr Bundeskanzler. Ich sage bewusst, Herr Bundeskanzler. Und ich hoffe, dass Sie irgendwann einmal begreifen, dass bei all dem Ringen um parteipolitische Zukunft und Stimmen unser Dienst gegenüber dem Vaterland eben wichtiger ist als die parteipolitische Profilierung. Es ist wohl verständlich, Kollege Weiß, dass hier jetzt bei einer solchen Zusammensetzung von Spitzenkandidaten, die sonst nur über Plakate und auf Einzelkundgebungen, ohne sich Aug in Aug zu sehen, gegeneinander angreifen, hier Verschiedenes direkt sagen. Auf der anderen Seite bin ich ein bisschen unglücklich, dass der Informationsgehalt doch dabei nicht in wünschenswertem Umfang groß genug ist. Aber wir waren uns einig, dass parlamentarische Regeln, wir sind hier nicht Herr Stücklen, für so eine solche Auseinandersetzung anders und weitherziger ausgelegt werden dürfen. Es gibt hier sicher ein paar junge Wissenschaftler heute Abend, die Ausdrücke zählen und die Dinge semantisch nachher untersuchen werden. Herr Dr. Kohl, Sie werden die Palme für den aggressivsten Sprecher heute Abend bekommen. Ich sage das mit allem Respekt, den ich Ihnen seit vielen Jahren zolle. Darf ich mal zwischendurch, glauben Sie, Herr Weiß, wie mich das berührt? Mein Bruder ist in diesem Krieg gefallen. Meine Familie hat eine Menge verloren in dem letzten Krieg. Was meint Sie, wie mich das berührt, wenn jemand zu mir sagt, ich sei nicht fähig zum Frieden? Ich kann mir eigentlich keine gravierendere Beleidigung, keine gravierendere Unterstellung gegenüber dem Patriotismus eines anderen vorstellen als diese. Ich verstehe das, Herr Dr. Kohl. Sie haben nur praktisch eigentlich alle Termini, alle Worte dieser Art inzwischen dem Bundeskanzler zurück an den Kopf geworfen. Aber pardon, ich will hier nicht meine Rolle überschreiten. Ich will einen weiteren Versuch machen, zur Innenpolitik zurückzukehren, wenn Sie wollen, sogar ein bisschen dröge. Herr Minister Genscher, geben Sie uns ein Stück Unterweisung in Verfassungswirklichkeit. Nach menschlichem Ermessen wird sich doch die Zusammensetzung des Bundesrates bis 82, vielleicht Anfang 83, wie sie jetzt besteht, nicht ändern. Es wird eine CDU-Mehrheit bleiben. Wenn zweite Hälfte 82. Erste Hälfte. Nein. Ja. Hamburg. Wenn ja. Juni, glaube ich. Wenn an diesem Sonntag die Koalition mit einem Übergewicht, sogar mit einem Zuwachs der SPD gewönne und der Marsch in den Sozialismus, wie das dann genannt wird, zu beginnen habe, können Sie mir bitte sagen, was diese Koalition mit dem Bundesrat alles nicht könnte? Herr Weiß, ich möchte zunächst einmal etwas über die Verfassungswirklichkeit jetzt sagen. Es ist ja über den Wahlkampf gesprochen worden. Ich glaube, das ist notwendig, dass wir das tun. Denn ich will nicht verschweigen, dass ich nicht nur manches in dieser Diskussion heute hier bedauere, sondern auch in der Form, wie der Wahlkampf geführt worden ist. Wir können für uns verbuchen, dass wir vor der Schiedsstelle nicht erschienen sind. Und ich hoffe, dass das auch am Wahlkampf. Das war, naja, verzeihen Sie, aber ich verzeihen Sie bitte, Herr Weiß, komme ja nicht hierher, um jemanden zu unterweisen, wie Sie gesagt haben. Ich diskutiere hier und in der Tat halte ich das für eine wichtige Frage. Denn Wahlkampfstil gibt ja auch Voraussetzungen für Regierungsstil. Da muss ich Ihnen sagen, dass ich für den Tiefpunkt dieses Bundestagswahlkampfes gehalten habe und unverändert halte und sicher sehr, sehr lange halten werde, die Tatsache, dass an dem Tage,
an dem das ganze Volk getrauert hat, über die Toten von München, die Mordopfer des Terrorismus von München. Herr Strauß glaubte, er könne daraus wahlpolitisches Kapital schlagen. Ich hätte mir gewünscht, dass es einen CDU-Politiker gegeben hätte, der sich davon distanziert hätte. Nun will ich zu Ihrer Frage kommen. Ich bin ein überzeugter Föderalist. Und als Liberaler weiß ich, dass Machtverteilung eine ganz wichtige Sache ist für das Funktionieren einer Demokratie. Und ich halte die Verfassung dieses Landes für die denkbar beste Verfassungsregelung, die es überhaupt für eine Demokratie unserer Größe geben kann. Erinnern Sie sich bitte an die Zeit, als die Sozialdemokraten von 1949 bis 1966, bis sie die Koalition mit der CDU abgeschlossen haben, in der Opposition waren. Wenn die Sozialdemokraten damals nicht im Bundesrat mit Verantwortung getragen hätten, wäre es viel schwieriger gewesen, für eine solche Partei in der gesamtstaatlichen Verantwortung mitzuwirken. Heute ist das umgekehrt für die Unionsparteien der Fall. Das ist schwierig für eine Regierung, mit einer Mehrheit, die andersfarbig ist, ringen zu müssen im Bundesrat. Aber das ist kein Unglück. Jede Regierung wünscht sich, dass sie auch dort die Mehrheit hat. Aber da liegt auch ein Stück Machtbalance drin. Also das ist nicht ein Grundsatzproblem unserer Demokratie. Sie haben da so ein Wort gebracht vom Marsch in den Sozialismus. Also das gibt es mit uns nicht. Und wer das, was hier in diesem Lande ist, Sozialismus nennt, Herr Weiß, der hat überhaupt keine Ahnung, was Sozialismus wirklich ist. Da empfehle ich meine Reise in die DDR. Da wissen Sie, was Sozialismus ist. Das gibt es bei uns hier nicht. Das heißt also, dass im Bundestag und Bundesrat eine Machtbalance da ist. Und die ist ja sehr stark. Der Bundespräsident kommt aus den Reihen der Unionsparteien. Die Unionsparteien haben die Mehrheit im Bundesrat. Aus den Reihen der Unionsparteien kommt der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Die Unionsparteien stellen zurzeit den Präsidenten des Bundestages. Diese ganze Machtbalance wäre nicht mehr so funktionsfähig, wenn jetzt auch noch bei dieser Wahl etwa die Bundesregierung von einer CDU-CSU-Mehrheit gestellt wird. Das muss man hier einmal sagen. Wir werden bei den wichtigen Haushaltsentscheidungen, die zu treffen sind, darüber werden wir nachher noch sprechen, sicher auch reden müssen, wo da die Unionsparteien bereit sind mitzuwirken. Das ist eine ganz wichtige Frage. Da spielt dann der Bundesrat eine erhebliche Rolle. Der muss ja den Haushalten zustimmen. Das gilt auch für andere Bereiche. Also ich gehöre nicht zu denen, die in Tränen ausbrechen, wenn es dort eine andere Mehrheit gibt. Dass jede Regierung, ich sage es noch einmal, es lieber anders sehe, ist eine andere Sache. Wir wollen das machtverteilende Prinzip nicht unterschätzen. Aber ich würde es nicht für gut halten, wenn alle Verfassungsorgane sozusagen aus den Reihen der CDU gestellt würden. Ich muss sagen, aus den Reihen, weil der Bundespräsident, unser Bundespräsident ist für das ganze Volk und nicht einer Partei. Das ist ganz selbstverständlich. Dasselbe gilt für die Richter am Bundesverfassungsgericht. Es ist etwas anderes bei den anderen Verfassungsorganen. Herr Genscher, das haben Sie 73 nicht gesagt, was Sie jetzt sagen. Gut. Dr. Kohl, Herr Beiß. Ich meine, das war jetzt auch eine Antwort. Wer verschiedene Wahlversammlungen hinaus hat, weiß das. Also jetzt wird die Sache etwas lockerer. Das war, naja, also von Lockerheit kann ich also, glaube ich, nicht unbedingt ausgehen, Herr Genscher, wenn ich aus dem Knäuel von Themen, Fragestellungen und Vorwürfen jetzt eine Frage an Ministerpräsident Strauß formulieren sollte. Denn ein Vorwurf war ja auch drin, der nicht so stehen bleiben kann, zu dem Sie mindestens Gelegenheit haben müssen zu reagieren. Ich selbst, wenn Sie mir das erlauben, würde gerne als konkrete Frage, um auch mal Informationen für den Zuschauer bei diesem Dialog herauszubekommen, wissen, im Zusammenhang mit München, das meinte ich mit dem Vorwurf, Herr Ministerpräsident, unterschätzen Sie nicht den Extremismus von rechts? Ich darf zunächst einmal den Vorwurf, den Sie leider gemacht haben, Herr Genscher. Sie sind doch kein Mitglied des Bundesdesinformations- und Diffamierungsdienstes, sondern ein liberaler Politiker.
Ich hätte die Trauer durch Wahlpolemik gestört. Ausgerechnet Sie. Ich würde an Ihrer Stelle als Vorsitzender der Partei, die Herrn Baum gestellt hat, hier etwas zurückhaltender sein. Sie machen das ja gerade wieder. Ja, geben können. Darum antworte ich Ihnen. Ich habe auf die Frage der Bild am Sonntag, Wochenendzeitung, hat Herr Baum eine unmittelbare Verantwortung? So lautete die Frage. Gesagt, nein. Oder hat Herr Baum die Verantwortung dafür? Nein, Herr Baum hat keine unmittelbare Verantwortung. Das ist der erste lapidare Satz. Dann habe ich allerdings gesagt, und dabei bleibe ich, dass Herr Baum in mehrerlei Hinsicht Schuld auf sich geladen hat. Die Lähmung der Nachrichten- und Sicherheitsdienste und die Zerstörung der Werteordnung. Ich darf das nur mit wenigen Sätzen erläutern. Es ist doch kein Zweifel, dass durch diese ständigen gezielten Indiskretionen mit den sogenannten Enthüllungsskandalen dann, die ja immer aus einer gewissen Ecke in Bewegung gesetzt werden, heute unsere Nachrichten- und Sicherheitsdienste gelähmt sind, entmutigt sind, entmoralisiert sind, dass die Beamten Angst haben, überhaupt ihre Pflicht zu erfüllen, weil sie nicht wissen, wann sie wieder aus dem Dunkeln angeschossen werden. Ich habe doch Sie nie angegriffen, als Sie Innenminister waren. Ich habe doch Herrn Mayhofer nicht angegriffen. Sie waren doch beide FDP-Innenminister. Ach, wir hatten beides mal Wahlkampf. 72 mit Ihnen als Innenminister, 76 mit Mayhofer als Innenminister. Ja. Aber 80 mit Herrn Baum, so geht es nicht mehr. Ich weiß, was Ihr Problem ist. Sie bringen ihn nicht los. Herr Baum ist das Idol der Linken in der FDP, auch in der SPD. Würden Sie Herrn Baum versuchen, loszuwerden, würde Ihre Partei zerbrechen und da würde die Koalition zerbrechen. Darum ist auch Herr Schmidt gar nicht in der Lage, Herrn Baum in die Wüste zu schicken. Er muss gute Miene zum bösen Spiel machen. Der hat doch kein anderes Urteil über Herrn Baum als ich habe, auch wenn er jetzt genau das Gegenteil sagen muss, damit es keinen Ärger gibt. Halten Sie es für richtig, dass Herr Baum mit dem Terroristen Mahler sich am Fernsehen stundenlang unterhält? Dass er mit ihm gemeinsam ein Buch schreibt, ein Buch herausgibt, es gemeinsam vorstellt? Dass er mit ihm gemeinsam eine Podiumsdiskussion veranstaltet? Ich möchte nicht sentimental oder pathetisch werden. Aber an dem gleichen Abend, an dem er zur Podiumsdiskussion erschien, dem staunenden Publikum verkündete, wenn er wieder gewählt würde, dann würden die letzten Reste des Extremistenerlasses wegfallen. An demselben Abend hätte er vor dem Bund der Kriminalbeamten sprechen sollen. Da ist er zu Herrn Mahler gegangen und hat sein Auftreten bei den Bundeskriminalbeamten abgesagt. Das ist nicht die richtige Einstellung eines Innenministers. Und wenn ich an diese hässlichen Vorgänge denke, bei diesem Fest der Jungdemokraten, Buback, Ponto, Schleier, der Nächste ist ein. Das ist doch bei Ihrer Partei doch geschehen. Hernach hat sich Herr Schleier Junior hat empört reagiert, Herr Stücklen hat empört reagiert, weil noch Scheiben aufgestellt waren. Kopf Carstens, Kopf Stücklen, Kopf Drecker, Kopf Strauß oder auch nicht Drecker, Strauß war jedenfalls dabei, wie immer. Dann konnte man mit Steinen darauf werfen, dann gab es Gejohle, wenn eine dieser Scheiben umfiel. Hier hat doch der Bundestagspräsident Stücklen an Sie einen sehr besorgten Brief geschrieben. Und das ist einer liberalen Partei möglich. Was haben Sie für einen Verfall des Wertebewusstseins in der nachwachsenden Generation? Und das ist es, was man über Herrn Baum sehr wohl sagen darf. Ganz abgesehen davon, dass heute die zwei meistgesuchten Verbrecher Deutschlands noch in Freiheit herumlaufen. Das hat Herr Baum persönlich zu verantworten. Warum hat er den Generalbundesanwalt nicht verständigt? Warum den Präsidenten des Bundeskriminalamtes nicht verständigt? Sie wollen wissen, was ich meine, Klaven Schulz. Warum haben wir heute in Bayern, nachdem wir schon vor 14 Tagen die neuen Fahndungsfotos angefordert haben, immer noch keine Fahndungsfotos? Und jetzt, Herr Appel, darf ich Ihnen kurz antworten. Ich könnte Ihnen hier verlesen, aber das wird jetzt zu viel Zeit fahren. Die Bundesregierung hat doch selbst in ihren Jahresberichten immer den Rechtsradikalismus als nicht gefährlich bezeichnet. Im Übrigen, der Bundeskanzler sagt doch glatt die Unwahrheit. Wenn er immer wieder die Schuld auf Bayern schiebt, die Isig-Werspur-Gruppe Hoffmann operiert in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Warum beschuldigen Sie dann Herrn Börner nicht, der auch nichts dagegen getan hat, auch mit Recht nicht? Wir haben rechtzeitig sämtliche Unterlagen dem Bundesinnenministerium, dem Bundesamt für Verfassungsschutz zur Verfügung gestellt. Warum ist die Gruppe erst so spät verboten worden? Wenn eine solche Gruppe in mehreren Ländern operiert, ist nach Versammlungsgesetz, ist nach Vereinsgesetz die Zuständigkeit allein beim Bund. Wenn der Bund das Verbot so spät ausgesprochen hat, dann ist es Sache des Bundes. Ist es Ihre Schuld, Herr Schmidt? Ist die Schuld Ihres Innenministers? Aber nicht der von Ihnen jetzt wieder diffamierten bayerischen Behörden. Im Übrigen, warum hat denn der Generalbundesanwalt, immerhin ein Bundesbeamter, die sechs von den
bayerischen Behörden beim Grenzübergang nach Salzburg festgenommenen Mitglieder der Wehrsportgruppe Hofmann nach wenigen Stunden alle wieder laufen lassen. Er hat sie doch nicht laufen lassen, weil er sie fördern wollte. Hat sie laufen lassen müssen, weil die Ermittlungen und die Verhöre keinen Zusammenhang, ich muss fast sagen leider, zwischen der Wehrsportgruppe Hofmann und dieser Tat ergeben haben, dass der mutmaßliche Terrorist ein Mitglied dieser Gruppe war, und zwar in Baden-Württemberg, nicht in Bayern. Das ist ein ziemlich gesicherter polizeilicher Tatbestand. Aber ich glaube, dass die Spuren dieses Attentats, wenn einmal die volle Wahrheit rauskommt, die man jetzt nur vermuten kann, in eine ganz andere Richtung weisen. Nämlich wissen Sie mehr? In eine ganz andere Richtung weisen. Können Sie darüber was sagen? Warum gibt es so viele Mitläufer oder besser gesagt Personen aus der DDR entweder herübergekommen oder freigekauft, die in diese Organisationen eingesickert sind, eingefiltert worden sind. Wir allein haben im Jahre 78 an das Bundesamt für Verfassungsschutz von Bayern aus, wie ich heute den Akten entnommen habe, eine ganze Reihe von Mitgliedern der Wehrsportgruppe Hofmann namentlich genannt mit genauer Beschreibung, die aus der DDR herübergekommen sind. Und die Bundesrepublik kann man nicht so sehr diskreditieren durch linksradikale Tätigkeiten, die kann man am besten diskreditieren, wenn man rechtsradikale Tätigkeiten vorschützt. Aber für mich gibt es hier keinen Unterschied, da brauchen Sie mich gar nicht zu fragen. Ich bin ein geschworener Feind der Gewaltanwendung zur Durchsetzung politischer Ziele. Ob der Terror von rechts oder von links kommt, beide müssen unschädlich gemacht werden. Beide müssen mit der Schärfe des Rechtsstaates zur Strecke gebracht werden. Beide müssen daran gehindert werden. Hier ist es für mich nicht eine Sympathie- oder Antipathie-Abwägung. Ich hasse Terrorismus, ich hasse Gewalt, ich hasse Blut. Ich kann das einfach nicht mehr erleben, wie der Wert des menschlichen Lebens wegen politischer Zielsetzungen immer tiefer gehängt wird, wegen angeblicher idealistischer Verbrämungen, Freiheit, Gleichheit oder Gerechtigkeit, natürlich der einen Art oder auf der anderen Seite dann Rasse gegen die Ausländer und so weiter. Ich bin ein typischer Vertreter, ein fanatischer Anhänger der liberalen, bürgerlichen, demokratischen Rechtsordnung. Und alle, die eine andere Meinung haben, ob sie rechts oder links stehen, wenn sie Gewalt befürworten, sind meine politischen Gegner. Und ich bekenne mich zu dem Wort von Thomas Mann. Toleranz gegen das Böse ist ein Verbrechen. Und nach meiner Meinung hat man mit den Terroristen viel zu viel Toleranz gezeigt und damit die Saat der Gewalt erst noch gefördert. Ich könnte über Sozialismus in der Zukunft schon einiges sagen, Herr Genscher. Sie machen es sich sehr leicht. Ja. Warum warnt denn der Herr Lambsdorff vor dem Gewerkschaftsstaat? Doch ich nicht. Warum warnt denn Herr Lambsdorff vor dem SPD-Staat? Warum warnt denn der Herr Lambsdorff vor dem Marsch in den Sozialismus? Warum sagt denn Herr Lambsdorff im Handelsblatt, in allen wirtschaftlichen Fragen sei Herr Schmidt, sein Bundeskanzler, ein Vertreter der linken Positionen innerhalb noch der SPD, beschuldigt ihn, er wolle die Altersrente in der bisherigen Form abschaffen, durch eine Einheitsrente ersetzen, die Betriebsrenten für diese Einheitsrente konfiszieren, die vielfach gestaffelte oder die vielseitige Krankenversicherungsmöglichkeiten zugunsten einer Einheitsversicherung abschaffen. Er sei in der Frage Mitbestimmung, der Meinung des DGB, in der Frage 35 Stunden Arbeit in der Woche. Darauf habe ich keine öffentliche Reaktion gehört. Am Kabinettstisch soll er ihn dann gestellt haben. Aber ich halte mich an das, Herr Schmidt, was Sie im Kölner Staatsanzeiger gesagt haben. Herr Genscher, Sie sind Zielscheibe, außerdem Innenminister AD. Sind Sie eigentlich Zielscheibe? Moment mal, Herr Weiß. Ich halte mich an das, Herr Schmidt, was Sie im Kölner Staatsanzeiger in Ihrem höchst abschlussreichen, enthüllenden Interview am 7. August gesagt haben, als Sie nach diesen kritischen Äußerungen an Lambsdorff gefragt wurden. Ach, das nehme ich nicht so ernst, war der Tenor. Herr Lambsdorff hat eine ganz bestimmte Funktion. Die Funktion heißt, der CDU-CSU-Wähler abzujagen, nicht der SPD. Damit geht er einer richtig verstandenen Aufgabe nach. Im Übrigen hat die FDP ja alles mitgemacht. Das heißt doch auf Deutsch, Herr Lambsdorff hat jetzt die Freiheit, so zu reden. Ich Schmidt wünsche es sogar, damit er bei der CDU-CSU Stimmen abjagt und mit diesen Stimmen unseren Wahlsieg erleichtert oder gewährleistet. Ne? Das ist doch die Funktion des Herrn Lambsdorff. Ja. Also, Herr Genscher, sind Sie Zielscheibe eigentlich deshalb, weil Ihre demoskopischen Ziffern in den letzten Tagen so gut aussehen? Auf jeden Fall sind Sie Parteifreund von Baum und Innenminister AD. Mit der Innensteuer. Mit dem Arbeitsmarktbeitrag der Beamten und der Selbstständigen. Alles auf dem Boden der SPD gewachsen. Nachdem wir also nun zur Wende in der Außenpolitik nichts gehört haben, dachte ich, da käme was in der Innenpolitik. Ist auch nicht der Fall. Aber ich will ganz gern auf alles das antworten. Zunächst mal kann sich Herr Strauß offenbar
jemanden nur funktional vorstellen. Dass jemand wie mein Freund Lambsdorff liberale Politik vertritt, in dem Bereich, in dem er Regierungsverantwortung trägt, mit großer Erfolg im Übrigen, wirtschafts- und gesellschaftspolitisch, das daran eine Selbstverständlichkeit, nicht um jemanden Wähler abzujagen, aber in der Tat mit der Wirkung, Herr Strauß, dass aus Ihrem Potenzial es viele Wähler gibt, die diese Politik meines Kollegen Lambsdorff, die Wirtschaftspolitik, für gut und erfolgreich halten. Und er hat in der Tat in dieser schwierigen Zeit die Aufgabe, die einmal Ludwig Erhard gehabt hat. Deshalb sage ich auch hier, er ist der Erhard der 80er Jahre, das stört Sie, ich weiß das, das stört Sie, aber ich wiederhole das trotzdem. Schauen Sie, Herr Kollege Strauß, Sie haben bis vor kurzem, sind Sie ja zu Felde gezogen gegen den Gewerkschaftsstaat. Das haben Sie dann eingestellt, nachdem Sie in der Frage der Mitbestimmung sich den Vorschlägen des Herrn Wehner angeschlossen haben, mit dem Sie sonst nicht so gut haben. Ja, aber sicher, Sie wollen doch auch die Montan-Mitbestimmung, wenn auch mit einem anderen Modell. Ja, aber ein Unterschied dazwischen. Aber ich würde ganz gern auf die viel schwerwiegenderen Punkte zurückkommen, die hier vorgetragen worden sind. Ich denke, dass Terrorismus eine schreckliche Erscheinung unserer Zeit ist, Herr Strauß, bei der man nicht unterscheiden sollte zwischen Links- und Rechtsterrorismus. Verstehen Sie? Ich halte das für in gleicher Weise menschenverächtend und in gleicher Weise für eine Gefahr für unsere Freiheit. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ja bekanntlich linke und rechte Extremisten und linke und rechte Terroristen sich gegenseitig bedingen und hochschaukeln. Vielleicht die gleichen Finanziers haben. Und deshalb möchte ich mich wenden gegen die bagatellisierenden Äußerungen des Innenministers Ihrer Regierung, der gesagt hat, man soll nicht ein Schattenreich aufbauen, eine Schattengefahr aufbauen über das hinaus, was existiert in Bezug auf den Rechtsextremismus. Und das hat er gesagt am 4.9. im Deutschlandfunk nach dem schrecklichen Verbrechen gegen das Ausländerwohnheim in Hamburg. Ich möchte, dass wir uns hier einig zeigen können, dass der Terrorismus in allen seinen Erscheinungsformen gleich gefährlich ist. Nun ist die Frage der Terrorismusbekämpfung, Herr Strauß. Diese Terrorismusbekämpfung darf nicht erst beginnen nach der Tat, wenn die Toten auf der Straße liegen, sondern Terrorismusbekämpfung bedeutet auch, dass man bereit sein muss und entschlossen sein muss, das Bett auszutrocknen, das Wasserbecken auszutrocknen, in dem allein der Terrorismus gedeihen kann. Und da ist es notwendig, dass man die zur Umkehr bringt, die schwanken, ob sie sich dem gewalttätigen Terrorismus anschließen wollen oder nicht. Und ein Innenminister wie Herr Baum, der einen bestraften Terroristen wie Mahler, der eine Symbolfigur des Terrorismus in diesem Lande ist, dazu bringt, dass er vor junge Menschen hintritt und sagt, das ist ein Irrweg, Gewalt ist falsch, kehrt um. Ein Innenminister, der das tut, der tut sehr viel, um das Wasser dem Terrorismus abzugraben. Und das ist genauso wichtig wie das, was wir polizeilich tun, zur Überwachung und zur Ergreifung von Terroristen. Und wenn Sie Herrn Baum vorwerfen, er trage die Verantwortung dafür, dass zwei gesuchte, gefährliche Terroristen noch auf freiem Fuße sind, dann verschweigen Sie hier, dass Ihr Parteifreund aus Hamburg, der Vorsitzende des dortigen Sicherheitsausschusses, der Öffentlichkeit gesagt hat, dass er es für richtig gehalten habe, wie die Operation gegen diese beiden Terroristen geführt wurde. Bekanntlich wurde die Operation nicht vom Bundesinnenminister geführt, nicht vom Bundeskriminalamt, nicht vom Generalbundesanwalt, sondern von den Hamburger Behörden, ja. Und Ihr Parteifreund, der von Anfang an die gesamte Aktion kannte, Herr Echternach nämlich, hat öffentlich erklärt, das sei in Ordnung. Nun werfen Sie bitte nicht Herrn Baum etwas vor, was er genauso sehend wie Ihre Leute dort
wie alle damit befassten Sicherheitsexperten tun. Hören Sie sich mal an, was der Präsident des Bundesverfassungsschutzes sagt über die Irritation durch die ständige Kritik. Und Herr Kollege Strauß, was die Münchner Polizei angeht, da mussten Sie ein Versöhnungsgespräch führen, nachdem Sie bei einer Veranstaltung, die Sie hatten, wie man hört, nicht einverstanden waren mit dem dortigen Einsatzleiter und Erklärungen abgegeben haben, die mindestens von einigen als Absetzung verstanden wurde, dem Mann zur Resignation warten. Das kann auch Unsicherheit schaffen. Aber wissen Sie, was ich besonders schlimm fand? Dass Sie eben noch einmal im Grunde das wiederholt haben, was Sie im Zusammenhang mit dem Mordanschlag in München gesagt haben. Das war eben Wahlpropaganda, die Sie rausziehen wollen. Und dann finde ich noch etwas anderes schlimm, das möchte ich Ihnen auch ganz ruhig sagen. Als einer von den 2,5 Millionen Menschen, die aus der DDR hierher gekommen sind und froh sind, dass sie hier in Freiheit leben können. Die Art, wie Sie einen Zusammenhang hergestellt haben zwischen Leuten, die aus der DDR hierher gekommen sind und dem Rechtsterrorismus und Extremismus, muss ja jetzt jeden ab sofort potenziell verdächtigen. Und bitte verdächtigen Sie auch nicht, Herr Kollege Strauß, bitte verdächtigen Sie auch nicht die freigekauften Häftlinge. Ich stimme Ihrem Parteifreund Rainer Barzel immer dann zu, wenn er sagt, dass er als Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen sich mit besonderem Nachdruck für die Praxis eingesetzt habe, auch durch Hingabe von Geld. Nicht das Thema. Auch durch Hingabe von Geld, Menschen, die drüben politisch verfolgt werden, die Freiheit zu geben. Bringen wir das nicht in Zusammenhang, bitte, mit den terroristischen Aktionen dort. Die anderen Ereignisse, die Sie erwähnt haben, dieses üble Plakat, da habe ich Herrn Schleyer Junior in einem Brief meine Abscheu zum Ausdruck gebracht über das, was geschah, aber auch ihm sagen können und auch den anderen, die mir geschrieben hatten, dass nicht die Veranstalter dieser Jungdemokraten-Veranstaltung es aufgehängt haben, sondern andere. Und dass es, nachdem es entdeckt war, und das war etwa einer halben Stunde entfernt worden ist, lassen Sie das nicht an. Sie können sich auch nicht dagegen wehren, wenn Sie eine Veranstaltung haben, dass Unbefugte ein von Ihnen genauso missbilligtes Plakat irgendwo anbringen. Das andere finde ich genauso. Das finde ich genauso geschmacklos wie Sie. Da brauchen Sie mich nicht zu belehren. Nur, ich möchte zurückkommen zu der Grundfrage. Bitte treiben Sie nicht eine Kampagne gegen den gegenwärtigen Innenminister. Ich habe dieses schwere Amt lange gehabt, und zwar in der ersten Periode des, sozusagen der ersten Generation des deutschen Terrorismus. Das war die Konsequenz aus der großen Zeit der Unsicherheit vorher. Sie wissen, wie viele Demonstrationen gegen Ende der 60er Jahre war. Man hat durch eine aktive Reformpolitik das austrocknen können, aber es zurückgeblieben ein Kern. Und der ist in den Terrorismus gegangen. Und in der zweiten Phase war es notwendig und ist es notwendig für den Innenminister, einen neuen Zuzug von jungen Menschen abzugraben. Und da wiederhole ich noch einmal, wenn er da einen Terroristen dazu bringt, der so eine Symbolfigur wie Mahler ist, dass er zur Umkehr auffordert und das öffentlich, dann bin ich der Meinung, es ist sogar die Pflicht des Innenministers, ihn dazu zu bringen. Und wäre ein Versäumnis, wenn er diese Chance, psychologisch einzuwirken in einem Umfeld des Terrorismus, versäumen würde. Herr Bundeskanzler, Herr Bundeskanzler, Sie haben in einer Pressekonferenz vor ein paar Tagen sich ja schon einen sehr festen Fahrplan öffentlich gemacht für die Koalitionsverhandlungen mit der FDP. Wenn denn alles so läuft, wie es laufen soll. Ich wollte gleich wieder darauf zurückkommen. Es würde mich ja doch interessieren, wie ist Ihre Meinung eigentlich über die FDP? Ihre Differenzen mit dem Koalitionspartner sind ja nicht unerheblich. In der Mitbestimmung, in der Aussperrungsfrage, der Arbeitszeitverkürzung, nur um das mal weiterzutreiben. Herr Weiß, da machen Sie sich mehr Sorgen, oder Sie tun so, als objektiv notwendig sind. Das war eine Zustimmung. Herr Genscher und ich sind alte Fuhrleute und haben uns zunächst unter der Stabführung von Herrn Brandt und Herrn Scheel und dann unter eigener Stabführung seit mehr als 6 Jahren immer verständigen können über das, was notwendig war. Es sind 2 verschiedene Parteien, haben verschiedene Anhängerschaften, verschiedene Zielsetzungen, und beides demokratische Parteien. Beides. Also ein gutes Thema, da müssen wir auch drüber demokratische sprechen. Demokratische Parteien. Das würde ich auch noch loswerden, Herr Weiß. Also,
Also ich will da ganz deutlich sagen, dass ich überhaupt keinen Zweifel habe, dass wie immer Koalitionsverhandlungen schwierig sind. Aber wie immer kommt da hinterher eine flächendeckende Einigung bei raus, zum Leidwesen der Herren Strauß und Kohl. Aber Sie haben mich von einem Felde abbringen wollen, zu dem ich mich noch nicht hatte äußern dürfen, nämlich zu einer Reihe von innenpolitischen Feldern. Dazu muss ich mich auch noch äußern dürfen. Ganz abgesehen davon, dass noch ein Schlussstrich zu ziehen ist unter die Erklärung des Herrn Kohl zur Wende der Außenpolitik. Was nachgeblieben ist, ist nur, dass ihm die deutsch-französische Zusammenarbeit zu eng ist. Sonst sind sie mit allem einverstanden. Das ist das Einzige, was er also missbilligt hat. Und das, da bleibe ich anderer Meinung. Im Übrigen hat er sich angeschlossen. Was nun den Terrorismus angeht, unterstreiche ich, was Herr Strauß gesagt hat. Der muss bekämpft werden, ganz gleich, ob er scheinbar links ist oder ob er scheinbar rechts ist. So ähnlich haben sich ausgedrückt, ich halte das für vollständig richtig. Der Erste, der gewarnt hat vor einem Terrorismus von rechts, ist mein Freund Willy Brandt gewesen, das war im Jahre 77. Einige haben das damals nicht ernst genommen. Willy Brandt ist kritisiert worden, auch von Herrn Strauß. Herr Strauß selber hat noch 1979 über diese Wehrsportgruppe Hoffmann gesagt, beim Bayerischen Landtag, nachdem er von der dortigen Opposition interpelliert worden war, hat er gesagt, man soll sich doch nicht lächerlich machen, wenn gewisse Gruppierungen, Sie haben die Wehrsportgruppe Hoffmann heute genannt, durch ihre ständigen, in der Öffentlichkeit vorgetragenen Darstellungen überhaupt erst im bayerischen Bevölkerung bekannt gemacht wird. Und damit eine Bedeutung zumessen, die sie nie hatten, die sie nie haben und in Bayern nie bekommen werden. Hier ist das sehr minimisiert und runtergespielt worden. Das hat auch der Amtsvorgänger von Herrn Tandler ähnlich gemacht. Und dann hat Herr Strauß sich zum selben Thema im letzten Jahr geäußert im französischen Fernsehen. Da haben sie gesagt, Herr Strauß, heutzutage gibt es keine Gefahr mehr von rechts, weder im Augenblick noch in der nahen Zukunft. Vielleicht haben sie die Aktion verfolgt, die gegen die Wehrsportgruppe Hoffmann unternommen worden ist. Mein Gott! Wenn jemand Spaß dran hat, am Sonntag mit einem Rucksack und einem Kampfanzug mit Koppelschloss durchs Gelände zu spazieren, soll man ihn in Ruhe lassen. Hoffmann hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Ich bin vielleicht verrückt, aber ich verstehe das nicht. Das ist alles wörtlich Strauß. Und hier erkenne ich eben doch, dass Sie bis... Strauß, hat der französische Reporter gesagt. Dass Sie bis zum heutigen Tage... Heute haben Sie was Besseres gesagt. Es hat mir gefallen. Terrorismus von rechts muss genauso bekämpft werden wie der von links oder der so tut, als ob er von links oder von rechts sei. Aber bis zum heutigen Tage haben Sie sich anders geäußert und ich muss nun allerdings auch die Empörung teilen, die Herr Genscher zum Ausdruck brachte, dass Sie zu einem Zeitpunkt, wo die Leichen noch gar nicht alle identifiziert waren in München, schon gesucht haben, ob es nicht vielleicht in Bonn im Innenminister einen Schuldigen gäbe. Man muss mal an die andere Sache auch heran, die Herr Genscher erwähnt hat, wie Sie in der Woche davor einen Polizeivizepräsidenten stehenden Fußes außer Aktion gesetzt haben, weil er dem Gesetz nur folgen wollte und nicht etwas tun wollte, was Sie über das Gesetz hinaus verlangt haben. Mich hat das sehr an die Spiegel-Affäre erinnert, wo Sie hinter dem Rücken des Justizministers, des Außenministers, mit Hilfe eines Militärattachés die franco-faschistische Polizei benutzt haben, um deutsche Journalisten, die ihnen missliebig waren, zu verhaften. Nicht? Damals ist die Rede gewesen von Ihnen und von Herrn Adenauer, das sei ein Abgrund von Landesverrat. Hinterher ist gegen niemanden nicht mal eine Hauptverhandlung erörtert worden. Dies fällt eben auch unter den Mann des Unfriedens, Herr Kohl. Es ist auch im Inneren ein Mann des Unfriedens. Wenn ich lese, was Sie zum Beispiel über die Gewerkschaften gesagt haben, Herr Strauß, nicht? Da verstecken Sie sich jetzt hinter Graf Lambsdorff. Aber der würde nie im Leben sagen, was Sie in der Bild-Zeitung gedruckt haben. Wir stehen weder auf der Seite des DGB noch auf der Seite von Helmut Schmidt. Wir stehen im Gegensatz zu beiden auf dem Boden einer freiheitlichen Demokratie. Also erstmal 8 Millionen DGB-Mitgliedern bescheinigt, sie seien keine Demokraten mehr.